hesitate. Something at the edge of space, calling us to fly away. Ja, einen wunderschönen Samstagnachmittag euch. 16.06 Uhr. Pünktlich eigentlich, muss ich sagen. Also wir haben schon um 16 Uhr, glaube ich, den Stream gestartet. Heute mal wieder eine Runde SSO. Lange ist es her. Ich habe ja schon ziemlich lange nicht mehr SSO gestreamt. Mal gucken, wie lange wir heute machen. Auf jeden Fall ist heute um 19.30 Uhr schon der nächste Stream geplant. Da wird es mal wieder so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Wir holen mal wieder einen Tag zurück, was wir früher mal hatten, sehr oft. Und zwar werden wir, also Nettie, Dennis, Lara, soweit ich weiß, und ich werden heute Abend eine Runde LS17 mal wieder spielen. Also nicht mal LS19, sondern wirklich LS17. Und wie gesagt, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, wo wir das letzte Mal gemacht haben. Ne? Und von daher wird es dann mal wieder Zeit. So... Dann sorge ich mal dafür, dass ich hier noch den SSO-Server anzeige. Die Funktion funktioniert auch. Da ist es. Das funktioniert da oben auch wieder. So, und was brauchen wir denn noch Schönes? Wir brauchen noch die Chats. Die Chats brauchen wir noch. Fabiana Pinkstone, ich habe dir ein SSO geschrieben. Ja, ich schau gerne gleich, ja. Ich schau gerne gleich. Und hi erstmal Fabi. Schön, dass du auch noch lebst. So, Lutz.com brauche ich noch. Ah, ich habe auch wieder Lutz aktiviert. Das habe ich ja so viele schöne Fenster, dass ich keinen Überblick mehr habe, aber ich bekomme das schon irgendwie hin. Obwohl, das passt so. Das passt so, ich lasse es einfach so. So, Tata! Sound resumed. So, dann schauen wir doch mal. Olli stinkt. Hallo? Tagchen. Du hier? Nein. Na? Alles gut? Ja, muss, ne? Muss? Die Schichten vertauschen, dann morgens um 7 schon auf der Arbeit ist, obwohl man erst abends um 7 da sein muss, ist immer alles gut. Ach du Scheiß. Ja.
Schön, dass du auch noch lebst, selber. Ja, also ich lebe natürlich noch. Also ich gucke mal ganz kurz einmal in den Chat. War es heute oder was? Ja, heute. Du musst heute Abend um 7 arbeiten. Ja, bis morgen früh um 7 und ich habe die Schichten Das vertauscht. heißt, du bist halt schon so um 5:30 aufgestanden. Ich war schon um 5 Uhr wach. Scheiße. Hat der Wecker das erste Mal geklingelt? Ja, das ist mir noch nie passiert. Das Einzige, was ich schon mal geschafft habe, war, dass ich am Samstagmorgen an der Bushaltestelle stand und zur Schule fahren wollte. Das hatte ich früher schon mal geschafft, ja. Okay, nee, da habe ich es eher anders geschafft, dass ich morgens aus dem Bett regelrecht, also nicht gefallen, sondern mehr so geflogen bin, weil ich wurde wach, habe auf die Uhr geguckt, habe ich da 6 Uhr gesehen und kurz vor, vor der Bus, keine Ahnung, 6:45 oder was, und ich hatte noch 3 Kilometer Fußmarsch vor mir. Da bin ich natürlich aus dem Bett geflogen, habe mich angezogen und kurz bevor ich die Tür raus bin, habe ich schon mal auf die Uhr geguckt und was war? Es waren doch erst 3 Uhr. Ja, wie gesagt, ich hatte es damals wirklich mal hinbekommen, weißt du. Das Gute ist, dass samstags die Busse nicht fahren. Das heißt, es war keine komplette Blamage, weißt du, was ich meine? Ich habe mich nur schon gewundert, warum an der Bushaltestelle niemand steht. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgerechnet. So, Nora ist dein Freund. Nora ist also Alicia Friend Snake, ja. Dann hello and welcome, my friend. Ach, mein Englisch ist very good heute. Today meine ich. Yes, Mean und I mean. and where is your Ladekabel? Fabi, your Austauschschüler, can very good English with me speaking and so. Nee, sie hat derzeit, glaube ich, immer noch eine Austauschschülerin. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Man can very good English speaking with me. So, and I make today. Rennen brauche ich eigentlich. Doch, ich muss Rennen machen. Ich bin kurz vor Level Up. Ich fange in Moorland am besten an. Ach du mal, ich bin schon weiter. Ja, na, obwohl, ich kann erstmal mein Pferd pflegen, ne? Pferdepflege. Sie ist seit gestern weg. Ach so, okay, das ist aber jetzt doof. Ich kann auch Chinesisch sprechen. Ja, ich hätte auch Chinesisch mit ihr reden können. Lang Ja, genau, richtig, das schmeckt ganz gut. Ying? Also, solche Themen würde ich da nicht mit ihr besprechen. Also lang fing Fang Wow und sowas, ne? So, ich stehe ein bisschen schief. Auf was stehe ich eigentlich? Egal, ich bleib jetzt so stehen. Eine Asiatin. So. Ich halt die Fresse. Part 1, Part 2, Part 3. Habe ich noch irgendwo was zum Essen? Mir fehlen noch 2 Urpferde. Beziehungsweise mir fehlt die Kohle dafür. Übrigens, ich habe dich gestern Abend gesehen, ne? Online, wo ich zu Hause angekommen bin. Da warst du schon Was? ganze 6 Stunden inaktiv. Ja. Hab heute auch schon 3 Leute hier online gesehen und da hab ich auch mal gemeldet, aber es reagiert ja keiner. Bei mir hat sich niemand gemeldet heute. Nee, ich hab mich bei der Channel-Besitzerin gemeldet. Ach so. Okay. Erst mit A und dann Mimimi? Fragezeichen, aber nö. Kam nix? Nö. Very seltsam und so. Ja, ich wurde gekonnt ignoriert. Heute Abend wird's lustig, ja? Also weiß ich noch nicht, ob es lustig wird. Wir wollen Ja, mal ich wieder muss so ein. arbeiten. Ja, okay, ja. Nee, wir wollen heute Abend mal wieder so ein Old-Stream-Stream machen. So, wir haben ja damals angefangen, ganz viel früher, also, ne, da wo es losging mit Classic Warrior, da haben wir ja angefangen mit Alice 17, damals. Ja. Ja, und heute wollen wir wirklich solche alte Runde machen. Das heißt, Nettie, Lara, Dennis und ich, weißt du? Okay. Mal gucken, wie es so wird. Ja, macht ihr mal. Ich habe hier Arbeit. Ja, arbeiten ist auch was Schönes. Muss auf Internatsschüler aufpassen, die sowieso am Wochenende alle zu Hause sind. So. Die aber voll geil drauf sind.
Wer hat das schon mal, dass man auf der Arbeit sitzt und gemütlich Shisha rauchen kann? Ja. Kann man machen, ne? Wenn es jemand mitbekommt. Erstens das und zweitens verboten ist es nicht. Stimmt, das heißt auch eigentlich bei uns, man darf theoretisch Alkohol trinken. Man muss halt bloß noch zurechnungsfähig sein und tun, was weiß, was man tut und so. Ja, zumal Shisha, das ist ja eigentlich nur Tabak mit irgendeinem Fruchtgeschmack etc. pp. Da ist ja nichts Verbotenes drin. Ja, richtig. Von daher waren es noch nicht mal irgendwelche Drogen. Okay, davon redet ja jetzt eh gerade keiner, ne? Aber okay, du vielleicht doch. Ja, man weiß ja nicht, was sonstige Zuschauer noch so denken oder keine Ahnung. Warum mache ich das hier gerade so kompliziert? Warum lasse ich mich nicht einfach abholen? Dann bin ich doch schon im Ordent. So. Das da abgeben. Hier sind zu viele Leute. Brauche Starcoins. So, 1200 Stück. Bis Mittwoch. 1200. Ja, mir fehlen nämlich noch 2 Uhr-Pferde. Ja, ich muss die mir nachher mal an. Ach, hier Nala ist auch online bei SSO. Echt? Warum kommst du denn Da nicht schreibe ich doch ins erstmal Hi mit ganz viel TS? I. Ja, und sie soll gefälligst in TS kommen und Na, hier offen rumtun. ich habe vorhin noch geschrieben mit ihr. Schon mein neues YouTube-Video gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bekomme auch keine Benachrichtigung von irgendjemandem, ne? Olli, weißt du was ich? Ist jetzt die Frage, ob er echt war, aber keine Ahnung, ich kann es dir echt nicht sagen, ob das jetzt ein Fake war oder ob die Person echt war. Ich habe die Tage mit Tanja und Jens haben wir Scribble.io gespielt und ja, als die Runde dann vorbei war, da habe ich nur so aus Langeweile nochmal auf den Link geklickt und wollte gucken, was passiert. Ja, da war ich dann mit irgendwelchen anderen Leuten da im Raum, nenne ich es mal. Und da nannte sich einer Paluten. War auch ein German Let's Play mit bei? Was ich wüsste. Weil Paluten spielt ja auch sehr oft Scribble.io. Ja, deswegen sage ich Mit ja, wer weiß, ob es wirklich war, ne? German Let's Play und Maudado und Zombie und. Weil die haben hauptsächlich, einige haben da Englisch geschrieben, deswegen ist das hier die Frage, fake oder nicht fake? Dann wird's wahrscheinlich. Obwohl. Warum sollte sich dann jemand, wenn die Englisch schreiben, warum sollten die sich dann. Paluten nennen, ne? Ja, richtig, das sind ja dann. Ah, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sehen wir ja, wenn jetzt demnächst eine Scribble.io-Folge hochgeladen wird. So, ich bin Level Up, das ist auch schon mal sehr gut. Ja, kannst du ja mal gucken und wenn es so ist, sagst du Bescheid. Oh, irgendjemand sagt ja. Was, ja? Nur im Chat. Du warst, ob es Paluten war? Bianca Igelpai sagt ja. Keine Ahnung. So. Erstes Rennen geschafft. Wenn da so ein, ich weiß gar nicht, was hatte ich da eingegeben? Ohrwürmchen, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das ist auch noch die große Frage, über welchen Kanal das dann gemacht worden ist. Das könnten dann bei alle. Wann war das? Gestern, oder? Nö, die Tage, das kann auch schon längst hochgeladen sein. Okay, da gucke ich dann noch mal. Emily und Stephanie, hi, Tag schön. Wie geht's dir oder euch, falls ihr gerade zu zweit seid? Weiß nicht, was ich da für ein Nick hatte. Trauriges Eselchen, Ohrwürmchen, ich weiß es nicht. Mein Pferd ist total schlecht. Ich werde hier gerade von eine Freya überholt. Mein Pferd ist Level 8. Meins ist Level 9. Oh, Mimi. Die beste Katze auf der ganzen Welt, ja. Und das sogar im Livestream. Mimi, Mimi, was meinst du? Ja. Das ist hier die eine Katze rechts der Länge nach, die andere Katze links der Länge nach.
Herrlich hier. Und Ziel. Glaube ich gar nicht mitgekriegt, ne, Olli? Was denn? Hier wohnen jetzt zwei Katzen. Mimi ist nicht mehr alleine. Wie jetzt? Ja. Hast du einfach irgendeine von irgendwo? Ach, da liegt eine Katze rum, nehme ich mit. Nein, nein, André hat mitgebracht. Ach so? Katze. André hat, also wie gesagt, André hat eine Katze mitgebracht. Und verstehen die sich gut? Ja, ja. Es wird, also, ich muss mir vorstellen, Mimi ist halt schon 8, 9 Jahre alt, so schon Richtung Omi. Hm. Und dann kommt hier so ein 3, 4 Monate altes Kitten um die Ecke und, ja. Ganz knallhart zu Mimi sagen, ja, wenn du irgendwann nicht mehr bist, wir haben schon Ersatz besorgt. Ja, genau, das Kitten geht der alten Frau auf die Eier. Ja. Aber es wird. Ist jetzt nicht so, als wenn sie sich hier blutig kloppen. Ah. Rot beißen. Dann ist ja gut. Ja. Leichte Anflüge von Kuscheleinheiten. Gestern wurde sich auch gegenseitig geputzt, also. Ja, dann haben sie schon sich so langsam dran an sich ja, gewöhnt, ne? Mimi ist halt nur dieses Extremspielen nicht gewöhnt. Das ist ja mehr so eine Kuschelkatze. Minuszeichen schreibt: Hi, hi, Minuszeichen. So, Nightbot, hallo zusammen und willkommen hier im Stream von Team Klarsichtfolie. Wenn dir der Stream gefällt, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben da. Habt ihr schon einen Daumen nach oben da gelassen? Wenn nicht, nachholen. Ist Emily und Stefanie noch da? Es kam nur ein Huhu und jetzt ist schon wieder Stille dort. So. Minuszeichen schreibt, überliest er mich einfach, merke ich mich. Merke ich mich? Merke ich mich, ja. Merke ich mich. T9 oder? Oder wirklich so beabsichtigt geschrieben. So. Ich werde heute auch wieder ein bisschen was im Dinotal machen, weil mein Dings ist ja fast fertig, ne? Mein Heißluftballon. Ja, da muss ich nachher auch noch hin. Aber erstmal mache ich Morland Fort Pizza und so. Mach das mal, ich hab das alles schon. Ich bin hier Jalaheim unterwegs. Merke ich mir. Nee, Daumen nach unten, da nicht nach oben. Hä? Warum denn nicht? Egal, ob nach oben oder nach unten, am Ende zählt das gleich. Echt? Ja. Also für YouTube heißt das einfach nur, okay, hat einer gesagt. Reichweite so nach dem Motto, weißt du? Deswegen sind ja auch ganz viele Videos beliebt, die total viele Dislikes haben. Hier, bestes Beispiel, Bibis Beauty Palace. So viele Dislikes und ist eins der erfolgreichsten Videos im Nachhinein geworden. Hier, ne, das typische Verb, Dab und so weiter. Ich hab mir, glaube ich, von der werten Dame noch nie irgendwas angesehen. Ich auch nicht, außer Wabdab. Aber ich bin ja auch nicht so die Make-up-Fraktion. Ja, ich auch nicht. Ne? Also früher war es ein bisschen mehr bei mir. Ja, klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist tatsächlich Hauptsache, so. Hauptsache schwarz, ne? Ja. Ja, Nala hat mir sogar die Fingernägel schwarz lackiert. Ja, das hatte ich auch. Also schön schwarz lackierte Fingernägel, schwarzes Samtkleid und Haare schwarz und alles. Und dann ab ins Video Freddy vs. Jason. Der Typ da, der Kartenabreißer, der hat mich angeguckt, wie, als wenn er gleich umfällt. Minuszeichen schreibt, wap, 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 bada, di, dia. Ja, ich bin da raus. Ich kann noch nicht mal den Song. Oh. Oh, Adele war da. Hat sie eingeloggt, so rum. Ja. Alex, wenn du uns hörst, komm doch mal wieder vorbei. Richtig, und sie wird uns wahrscheinlich hören. War mir schon sehr oft aufgefallen, wenn ich live war, ja, sie schreibt nicht im Chat oder ähnliches, nee. Aber steht dann halt auf einmal neben mir. Was ist denn hier eigentlich los? Ja. Ich kann hier eine Quest annehmen. Aha. Ich nehme mal die Quest an. Was ist denn das für eine Quest? Oh. Zurück sofort Pinterstrecke. Ja, da kann man, muss, gibt ja jetzt nicht nur Spinnen und Sterne und was ich was für ein Gedöns, jetzt gibt es ja auch Token, die man suchen kann. Ein Mädchen, der Pferde liebt. Das Pferde liebt. Das sind zwei neue, die kenne ich noch gar nicht, die muss ich jetzt sofort mal annehmen. Das habe ich schon mit Tanja gemacht. Du willst meine Strecke benutzen, na klar, auf geht's. Ja, dann machen wir das doch mal.
Wollen mich verarschen? Jetzt starte ich ganz normal in Ford Pinta, wie sonst auch. Das ist dasselbe Rennen, oder wie? Ja, aber am Ende wird es Sinn ergeben. Ja, dann machen wir das nochmal. Wir haben nämlich einiges abgeändert. So, was? Olli war früher ein Emo. Ne, Emo war es nicht wirklich. Das war mehr so die Gothic-Richtung. Ja. Die Namenbänder etc. Boah, ich hätte ja gerne wieder Obwohl angefangen. man. Obwohl sehr viele Emos und Goths so leicht gleichstellt, ne? Genauso wie Punks. War das alles so eigenermaßen dieselbe Richtung? Naja, Ja, naja. naja. Da sagen wir es mal so, wir haben damals alles zusammen abgehangen am Alex. Da wird Nala auch noch. Also da gab es solche lustigen Geschichten. Die eine Geschichte damals mit der einen, da mit dem Einkaufswagen, die kennt er ja schon, ne? Was? Ähm. Ich noch nicht erzählt. Oh, ich kann das gar nicht so gut erzählen wie Nala. Auf jeden Fall kam nochmal einer auf uns zu und Nala hatte halt die Black Devil-Zigaretten gehabt, solche schwarzen. Okay. Ne? Mit Vanillegeschmack und so, ne? Okay. Und dann kam da halt so einer an und hatte gefragt, weißt du, muss solche Obdachlose gewesen sein mit Einkaufswagen, ne? Voll bis oben hin, wo wahrscheinlich ihr komplettes Leben sozusagen drin ist. Und hat halt dann gefragt hier, ob sie mal ziehen darf, ne? Ich habe auch kein AIDS und so weiter, hat sie rausgehauen. Also sie hatte seit 20 Jahren keinen Sex. Und so haut sie einfach mal raus, weißt du, und dann. Also AIDS holt man sich nicht nur durch Sex. Ja, Ich ja, weiß ja nicht, ob man der Frau das nicht erklärt hat. ja. Ich weiß nicht. Ich kannte mal eine, die war auch HIV-positiv, allerdings nicht durch Sex, sondern weil sie beim Roten Kreuz war. Ja, das ist richtig. Man muss einfach nur mit falschem Blut in Kontakt kommen. Ja. Und da reicht schon eine einfache kleine Schnittwunde, Kratzer von der Katze etc. Ja, pp. es wird Zeit, dass man sich dagegen impfen kann, ne? Es ist alles in Arbeit. Ja, richtig. Es sieht schon sehr gut aus, wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß bloß nicht, wie es für die Person ist, für die Personen sind, die es schon haben. Ja, also ich sag mal so, also ich persönlich fände es jetzt schöner, wenn man sich erstmal um die Leute kümmert, die es schon haben, und danach kann Sehe ich man sich ja mal genauso. immer noch impfen, ne? Sehe ich genauso. Das Dumme ist, meistens, wenn man es schon hat, dann ist es eh schon zu spät. Dann bekommt man es, glaube ich, nicht mehr. Sofern es im Blut drin ist. Ja. Ja, wobei, ich glaube, Mäuse können das, glaube ich, nicht kriegen, weil die haben Antikörper. Aber Mücken definitiv, das weiß ich. Aber ich glaube, Mäuse auch. So, und wie kommst, dass du jetzt so bist, bist du eben was? Bist du eben bist und nicht mehr was? Gossip? Du hast Gossip geschrieben? Gossip. Oder wie der Dreck geschrieben heißt? Was soll denn das jetzt hier? Warum bist du Hallo? denn so? Hast du was gegen Schwarze? Das war eine geile Zeit. Ja, richtig. Du hattest auch mit uns dort geschillt. War so meine Ausbildungszeit. Entweder bin ich in Metal-Klamotten rumgerannt oder in schwarzen Samtklamotten. Fliegende Armband etc. pp. Lehrer, der wollte mich schon ausschicken, ich mir was anderes anziehe. Ach ja. So, ich komme schon seit so vielen Jahren zum Reitlager des Morlenstalls. Wenn Sie hier eine Stempelkarte hätten, hätte ich sicher schon genug für ein kostenloses Pferd gesammelt. Haha, schön wär's, keine Chance, dass hier mal ein Pferd verschenkt. Ja, Pferde sind nicht billig, nehmen wir mal als Antwort. Ist schon okay, ich habe genug angespart, um mir ein eigenes Pferd zu kaufen. Und außerdem hat Herr Morland mir gesagt, dass es bald nichts mehr gibt, das er mir noch beibringen könnte. Aha. Zeit, neue Wege zu gehen. Ich werde nie die beste Reiterin sein, die ich sein kann, wenn ich mich selbst nicht fordere, richtig? Genau. Achso, du bist auf dem Weg zu Fort Pinta, okay. Hast du schon von diesem Ort gehört? Nein. Wie lange spiele ich jetzt hier? Ist es so? Seit 10 Minuten.
Na, es geht ja nicht um, ne, wie lange ich generell schon Fort Pinter kenne, darum geht es ja in dem Falle. Es ist ein Paradies an der Küste mit viel Geschichte und jeder Menge Pferde. Es gibt da sogar eine Disco. Ich habe vor, mir das Pferd meiner Träume zu kaufen, wenn ich erst einmal dort bin. Ja, dann viel Spaß dort. Das Problem ist nur, ich habe mich irgendwie verlaufen. Bist du doof? Ich dachte, du kennst dich in diesem Gebiet aus. Ich nehme dich mit, spring auf, los, komm. Naja, das würde ich wirklich machen. Los, komm. Bringen wir dich mal hin, wa? Olli, der Retter in der Not. Natürlich, so bin ich halt. Naja, mit dem anderen vielleicht, möglich mit dir eher nicht. Was? Ich verstehe dein Deutsch heute nicht. Sehr gut möglich, ach so. Finn schreibt Hallöle. Hi, Finn. Hi, Okay. Streamlabs. Wie geht's dir? Ich weiß gar nicht, warum Streamlabs überhaupt noch schreibt. So, wir sind gleich in Fort Pizza. So, Finn, wie war deine Geburtstagsfeier? Olli, du hast Ach, was drauf. Du ich hast hätte ja auch Uli was drauf. Frank. Uli, wie war die Ja. Geburtstagsfeier? Hammergeil. Also ich fand es einen Ey, sau gemütlichen, geilen Abend. die ist während der Fahrt runtergesprungen, die blöde Kuh. Was der? Na, die bei mir auf dem Pferd drauf war. Ach, dein Pferd fährt. Okay. So. Du hast gegen Paragraph 468 des Kodex des Reitverhaltens von Fort Pinter verstoßen. Was? Es gibt einen Paragraph 400. Ich google es mal kurz. Ja, also Olli, du hast echt einiges verpasst. Dann fangen wir an. Es gibt ein Foto von Finn und Finn. Aha. Ja. Ich glaube, Finn Paragraph. rätselt immer noch, woher Finn das weiß, dass Finn Geburtstag hatte.468 des Kodex des Reit. Also ich habe jetzt den Paragraph 468 gefunden, BGB, ja. Bürgerliches Gesetzbuch, Stundung des Kaufpreises. Ist dem Dritten in dem Vertrag des Kaufpreises gestundet worden, so kann der Vorkaufsberechtigte die Stundung nur in Anspruch nehmen, wenn er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet. Und da ging es verstoßen haben? Anscheinend. Du hast echt was verpasst, Schröpfchen. Ja. Ich glaube, es gab keine 5 Minuten, wo wir nicht am Lachen waren. Bin ich zu schnell geritten? Fragen wir mal, wa? Da bist du wahrscheinlich, das bist du wahrscheinlich. Das bedeutet, damit hast du auch gegen Paragraph 17c verstoßen. Wartet mal. Paragraph 17c. Ja. Paragraph. Siebzehn C. Hier haben wir es doch. Paragraph siebzehn C BGB, ist Erstellen und Bereithalten von Dokumenten. Da habe ich dagegen auch verstoßen. Das macht 7.000 Schillinge für das Zwei-Personen-Reiten in einer Ein-Personen-Reitzone. 3.500 Schillinge für überhöhte Geschwindigkeit. bei der Quest bist du. Ach, so viel Kohle habe ich aber tatsächlich. Ja, dann gib mal aus. Oh, Leonie, das ist alles meine Schuld. Du bist doch nur hierher geritten, um mir zu helfen. Ich werde die Strafe. Nein, das musste nicht. Hey, ich hätte langsamer reiten können. Aber wo ich damals mit der Hui-Tante. Jan van Zielen, St. Lemon. Jan van Zielen, du bist überall vertreten, oder? Vielen Dank für deine 2 Limonen. Und sorry, dass es hier nur so komisch quakt. Ja, das habe ich noch nicht komplett eingestellt. Jan van Zielen, wo bist du bitte nicht auf welcher Plattform, ja? Du bist bei YouTube, du bist bei Twitch, glaube ich, du bist bei D-Live. Überall da, wo Olli ist. Ja, bei Mixer bin ich übrigens auch noch. Auf jeden Fall danke für deine Lemons. Oh, Leonie, das ist alles meine Schuld. Du bist doch hierher geritten, um mir zu helfen. Achso, das hatten wir schon. Aha, das macht dann weitere 15.000 Schillinge Strafe für den Versuch, Strafzahlung ohne Autorisierung abzutreten.
Ich bräuchte jetzt bitte einmal 15.000 Schillinge. Das sind umgerechnet wie viel Euro? 15.000 durch 7. 15.000 durch. Oh. Über 2.000 Euro. Okay. D-Mark, D-Mark, Ich Entschuldigung. D-Mark. bin. Ach, D-Mark, du bist noch da, ja? Ja, hallo, Schillinge. Österreicher hatten Schillinge. Stimmt. Ach, übrigens, nur zur Info, ne? Für die Leute, die jetzt neu dazu schauen. Heute Abend kommt noch LS17 und morgen kommt ETS2, ja? Wann morgen? Wahrscheinlich schon frühzeitig. Weil ich muss hier Montag wieder früh arbeiten. Das heißt, es kann sogar schon sein, dass ich es so um 10, also so mittags rum mache, weißt du? Mir ist aufgefallen, ETS kommt sehr früh morgens sehr gut an. Ey, ich brauche mal wieder Urlaub, Uli, ja? Wo wir morgens um 6 einfach mal SSO streamen. Ja, ich komme dann quasi von der Arbeit und Olli streamt. Aha. Passt doch super. Musst dich ja nicht sofort hinlegen, dann fährst du nur noch in der mit. Ja. Weiß, Übermüdung am Steuer und so, ne? Das Ja. wird gewertet wie Alkoholkonsum. Muss man dir erstmal nachweisen, dass du übermüdet warst. Nee, aber stimmt schon, ne? Man sollte nicht übersteuert, übermüdet. Was macht eigentlich dein Steuermann, Auto? ja. Mein Auto, ja, zickt bei mir rum, beim Kumpel von mir zickt es nicht rum. Ja, ich war ja jetzt mit Mietwagen bei Tanja und Habe ja. ich gesehen. Du hast ihn ja aus Köln beim Flughafen abgeholt. Richtig. Warum von dort? Weil es da am günstigsten war. Okay, das ist eher selten, oder? Weiß ich nicht. Hätte ich einen Tag vorher bestellt, hätte ich noch locker 20 Euro gespart. Da hätte ich für 3 Tage Mietwagen 32 Euro bezahlt. Das ist geil. Also kann man Aber wirklich ich nicht jetzt. meckern. Nö, ich kann auch. Ich finde die Hayrake ab. Ich kann auch so nicht meckern, weil 50 Euro für 3 Tage. Ja, ich habe Das heute hat man erstmal wieder sich. mein Auto getankt, aber ich muss mir unbedingt einen neuen Wagen holen, ne? Okay. Du, ich fahre mit meinem Wagen viermal zur Arbeit. Der Tank ist leer. Würde ich mit dem Mietwagen, den ich damals hatte, zur Arbeit fahren, würde ich über einen Monat fahren können. Vom Spritverbrauch her. Weißt du, meiner verbraucht so viel Benzin, ja? Auch wenn ich dann, wenn ich mir den Wagen leasen sollte, dann irgendwann später, ja? Es ist immer noch günstiger, wenn ich lease und dann einmal im Monat tanke. Ich kann 1000 Kilometer fahren, ja? Und muss nur einmal tanken im Monat und bisher circa 50 Euro. Fährst du sowieso nicht mit dem Auto zur Arbeit, du fährst aber nur bis zum Bahnhof, Ja, oder aber dann was? könnte ich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Weißt du, derzeit fahre ich nicht, weil sich das null rentiert. Weil ich bezahle 80 Euro Fahrkarte, davon bezahle ich die Hälfte. Jan van Zielen, danke für zwei Eiscremes. Olli, Eiscremes. kannst du mal oder ich guck gleich, irgendwer hat mich angestupst, ich bin mitten im Ich schau Rennen. mal. Kein Aber, 4000 Schillinge für das Sagen von Aber. Wollen mich verarschen, Schau jetzt wollen die mal. schon Geld haben für Aber sagen? Aber. Also ich hab dich. Hayrake ab. Wann kannst du nur Leonie gewesen sein? Kein Bock mehr auf den Stream. Okay. Wer hat keinen Bock mehr? Leonie. Warum denn das? Weiß ich Kein nicht. Bock mehr auf den Stream. Sag Uli, dass ich sie lieb habe. Uli, ich Ja, wollte dir sagen, dass du sie lieb hast. ja. Ja. Warum hast du denn keinen Ja. Bock mehr? Wieso kommst du eigentlich nicht runter? Frage ich mich auch. Wie ist denn die Lage? Welche Lage denn, Finn? Ich saß letztens übermüdet im Unterricht. Ja, Straftat. Ja. Übermüdet im Unterricht, ja. 4.000 Schillinge. Genau. So, kein Aber. 4000 Schillinge für das Sagen von Aber. Das kann ich Aber oder Alter sagen. Ich sag's mal Alter, wa? Alter, ey. Leg dich nicht mit mir an. Ey, ist der bekloppt geworden? Ich habe den Wachmann immer für nett empfunden. Ja, vielleicht hat er irgendwie falsches Zeug geraucht Ich bekommen merke es oder gleich, wenn ich es mit echten Entzündung. Unruhestiftern zu tun habe. Du wirst dich sofort dem Tourismusminister vorstellen. Er weiß, wie man mit Stornfrieden wie euch umgeht. Aha. Kleines Arschloch, ne? Kann es irgendwie sein? Ja, ich habe fast das Gefühl, dass das eine Anfangsquest ist, die sie jetzt frisch eingebaut haben. Kann das sein?
Mir wird jetzt jemand vorgestellt, wo ich schon seit 19 Leveln bin. Ich vermute ziemlich stark, dass die das jetzt neu gemacht haben, um den Weg nach Fort Pinter leichter zu gestalten. Weiß es nicht, aber es wurde auch, ich sag mal, grafisch einiges abgeändert, was mir jetzt mal so in den letzten Rennen Ach, wer steht denn hier? aufgefallen ist. Eine Adele Bunny Hand. Ja. Hi, Sweet Barbara. Hi, Alex. Du kannst gerne jederzeit vorbeischauen. Ja. Bei uns im TS und so. Login-Daten muss er ja haben. Da brauchst du ja nur Klarsichtfolie. Und sie war ja früher auch schon Ja. regelmäßig da. Hi, James. So. Also, was bringt dich zum Tourismusminister? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Da weiß ich auch nicht. Diese Gesetzesbrecher haben gegen zahlreiche Regeln und Gesetze von Fort Pinter verstoßen. Das stimmt gar nicht. Bist du nicht etwas jung, um Minister für irgendwas zu sein? Ich nehme die zweite Antwort. Das stimmt, das tut es nicht, du Amateur. Kumpel, ich hab das im Griff. Geh du und sie nach der Disco oder so. Jetzt kommt der Wachmann zur Disco und seitdem steht er ja da immer. Das sind irgendwie Quests, die nach vorne gezogen worden sind, wahrscheinlich. Also lasst mich raten, unser Sagt ja, die Hauptmann Waterloo. haben grafisch Sachen abgeändert, die haben neu gestaltet. Ja, Personen hinzugefügt und weggetan oder umgeändert. Ich denke mal, da wird irgendwas kommen. Was? Warte, gib nicht Leonie die Schuld. Ich zahle die Strafen nach dem, was der Wachmann sagte, schulde ich dir 29.500 Schillinge. Hat einer Er hat mitgerechnet? euch die Beurkundungsgebühr erlassen, sagen wir also glatte 50.000. Hey, seht mich nicht so an. Der Bürgermeister macht die Regeln. Ich bin nur ein einfacher Beamter, der geschworen hat, für ihre Einhaltung zu sorgen. Nein, ich hatte gehofft, mir ein Pferd von meinen Ersparnissen kaufen zu können, aber ihr mögt also Pferde, ja? Dann habe ich genau das den richtigen Job für euch. In einer Viertelstunde legt ein Boot voller Touristen an und all meine Leihpferde sind noch auf der Weide. Wenn die Pferde nicht bereit sind, bis diese Touristen auftauchen, ist der Urlaub ruiniert. Das wäre ja schade. Wie können wir helfen? Ihr beide werdet sie für mich holen. Du darfst sogar einen reiten, Sindra. Es wurde niemals der Name von ihr erwähnt. Wie kommt ihr auf den Namen? Der steht oben drüber. In Real Life ist es auch so, ne? Wenn ich bei dir vorbeilaufe, steht über deinem Kopf dein Name, ne? Richtig. Ich habe ein Schild um. Ich lasse meine Pferde gerne in der Wann Nähe sind Sie von denn hier Ferdinands genau? Pferdemarkt weiden. Einen wunderschönen guten Hallo. Nachmittag. Tag Hallo, schön. Tanja. Na, Hi. alles klar? Ja. Okay, streng genommen sind Sie in Ferdinands Grinst Pferdemarkt. schon. Sie grinst schon. Komm, Sie lass freut mal. sich. Ja. Du freust dich auf was freust du dich denn? Ich weiß es, ich weiß es. Ich freue mich, dass Sie uns endlich mal wieder hören können, Olli. Wie Aha. war das gestern im Snapchat? Stimmt. Ach ja. Ja, eigentlich war ich gerade dabei, so ein bisschen die Wohnung zu machen. Dies, das, tralala. Und dann kam Finn. Wusstest du, dass Olli live ist? Ich sag mit EDS. Nö, mit SSO. Wie lange? Ja, gute halbe Stunde. Ich sag, okay, lohnt sich noch. Ja, also ich mache jetzt ungefähr bis, keine Ahnung wann. Also ich vermute mal so bis 18 Uhr ungefähr. Und später kommt dann noch irgendwann Alice 17. Da hatte Nettie angefragt, weißt du. So in Cool. alter Runde, weißt du, mit Lara, Dennis und so. Why not? Und Nettie und Olli. Ich habe mir extra Alice 17 wieder runtergeladen. So, holt einfach die Pferde und falls Ferdinand oder Eddie irgendetwas sagen, sagt ihnen, James hätte euch geschickt. Alles verstanden? Ne, was? Hä? Okay, aber irgendetwas daran Hast du gefällt schon mir nicht. gemacht, Tanja? Ach so, ah.
Bringt mir die Pferde sofort hierher zurück und vielleicht rede ich dann mit dem Bürgermeister darüber, eure Strafe zu verringern. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Hier der Wachmann spinnt total. Ich komme in Fort Pinter rein mit hier einer Freundin, die ich vom Straßenrand mitgenommen habe. Tut man ja auch nicht. Ja, und dann wohnen wir hier, sind wir zu so schnell geritten, ne? Und bloß weil wir aber gesagt haben, mussten wir 4000 Euro mehr zahlen, Schillinge. Also ich finde, ne? So. So. Gut, es stehen einige Pferde in mir drin. Hast du das denn Ich angestellt? weiß auch nicht. Gut, Kann man mal machen. Sieht man aber nicht. Genau. Oh, wei. aber jetzt reite ich wieder mit ihr durch die Gegend. Wenn der Wachmann mich wieder anhält, dann. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich hinten rumgegangen wäre? Also in grün. Oh, bin ich. Kann ich das um. Kann ich die Quest wieder irgendwie rückgängig machen? Nee, wa? Ausloggen, wenn du sie noch nicht abgegeben hast, musst du Hab ich dich nie schon. loggen. Ach so, nee, dann nicht. Weil ich war am Überlegen, ne? Der Wachmann hat mich ja angehalten und so weiter, ne? Was wäre aber, wenn ich nicht durch das große Tor über die Brücke gegangen wäre, wenn ich von hinten rumgekommen wäre? Da wäre zu gewesen, du hättest nur da durchgekonnt. Meinst du? Ziemlich sicher. Weil das ist ja die Aufgabe, dass du da durchgehst. Ja, okay. Also, hundertprozentig weiß ich es nicht, aber würde ich jetzt mal so annehmen. Würde Sinn machen. Jan Ja. van Zielen spendet nur, aber schreibt gar nicht irgendwie. Ha. Heißt das eigentlich Zeeland oder Zealand? Spreche ich das richtig aus? Ich glaube, ich spreche das Englisch aus und das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, das heißt eigentlich Zeeland. Ah, hier sind ganz viele Pferde. Da macht er sich erst heute im Kopf drum. Ja, wie lange ist das schon bei uns? Seit 2 Jahren oder so, ab und zu? Was? Wie schön und so. Pfui. Aha. Schon komisch, ich war schon so oft hier und habe immer angenommen, dass diese Pferde so Ferdinands Markt gehörten. Wer hätte gedacht, dass er sie sich von James leiht? Halt, was macht ihr da mit den Pferden? James hat uns geschickt. Sie? Kann ich mal einen Aschenbecher haben? Rechts hinter dir, lass mich raten, der ist voll. Och, Tanja! Ein Aschenbecher? Kann ich mal bitte den Aschenbecher haben? Ich sitze gerade auf der Leitung. Nein. Ja. Nein! Was? Was? Nein? Nimmst du irgendwelche Drogen? Mimi? Gerade nicht, ne? Genau, gerade nicht. Ja, Jan, danke für 5 Limonen. Ach so, Es ja. fällt bröckchenweise. Ja, hast du das Rasseln hören, ne? Verdammt. Jetzt ist er angekommen, ja. Entschuldigung. Also, Kannst du mir die Frage nochmal stellen? kann ich mal bitte den Nein. Aschenbecher haben? Oh wei. Mir kommt es irgendwie vor, als ob ihr Spaß hattet. Ja, wir hatten richtig Spaß. Geringfügig. Oh ja. Aussage gegen Aussage. Die eine Person sagt geringfügig, die andere sagt. Also ich hatte meinen Spaß an dem Abend. Geringfügig reichlich. Ach so. Ja, Olli, wenn du nicht dahin kommst, selber schuld. Geistig war ich da. Mal nichts von bemerkt. Du warst immer derjenige, wo mir das Essen vom Teller gemopst hat. Das Stück Fleisch nehme ich und das nehme ich auch und. Ah, Olli hat mir die Leber untergejubelt. Ach, Sister. Ja. Hattest du Leber? Ja. Da kam noch so eine schöne Fleischplatte mit allem Möglichen drauf. Ich dachte auch, komm, nimmst du von allem ein Stück. Und da hatte ich Leber zwischen. Ach, Leber ist doch gar nicht so schlecht. Ja, Andi hat sich auch tierisch über das Stück Leber gefreut, was ich ihm dann so von mir abgegeben habe. Jürgen hat nachher Mimimi gemacht, weil er keine Leber hatte. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Ja.
Mich verfolgen zwei Leute, eine Fabiana Pinkstone und eine Alicia. Alicia Friendsnake. Ja, und Alex hat sich ausgelacht. Das ist so, Love Girl. Hi, Tag schön. Wie geht's dir? Und, Tanja, hast du Besuch oder hast du keinen Besuch? Morgen kriege ich Besuch. Aha. Dann bin ich auch hier am Wuseln. Aha. Deswegen ist sie ja auch so gut gelaunt. Genau. Könnt jetzt was sagen, aber es ist noch nicht 22 Uhr, darum schweige ich. Weil es könnte irgendwie falsch verstanden werden. Ja. Wo seid ihr gerade so? Was macht ihr gerade? Ach du Elend. Ja, ich bin Fort Pizza. Ich nehme auch eine. Nachher hin. Dann mache ich mal über ein paar Rennen, weil ich beiden neuen noch gar nicht will. Ja, deswegen bin ich ja auch Südhof. Ja gut, aber ich bin ja hier noch gar nicht angefangen. Ja, und ich muss sowieso noch Richtung... Ich bin Sophie Woodkite, kennst du mich? Natürlich kenne ich dich, du bist doch eigentlich fast in jedem SSO-Stream dabei. Oh, hi. So, los, komm, Pferdchen. Pferdelasagne? Ach, schon läuft es. Ja. Das war das Zauberwort. Ja, das ja, richtig. War scheinbar das Zauberwort, jo. Übrigens, du konntest mich damit nicht gestern irgendwie anders stimmen oder so, ne, Tanja? Ich habe mir heute Hackepeter geholt. Ich hatte gestern Hackepeter und heute dann die Reste. Von daher, ich bin ganz zufrieden. Na dann. Ja. Aber ich wollte dich damit auch nicht irgendwie und so. Nee, überhaupt nicht. Wie kommst du darauf, dass ich das wegen dir mache? Na, ich schick's dir ja sonst auch immer. Ah, merkst du was? Aber heute nicht? Nee, ich ja heute auch nicht. Ich habe irgendwie ein kleines Problem. Hier, ich habe hier nur zwei Pferde. Wo sind denn die anderen beiden Pferde hin? Ja. Ich habe zwei Pferde verloren. Scheiße. Warum machst du denn sowas? Ich habe zwei Pferde vergessen. Oh. Ich muss nochmal zurück. Ach, da ist er jetzt. Alles klar. Ich hab's... Ja, der ist die Pferde am Eintreiben. Mhm. Ja, ich habe zwei Pferde vergessen. Ich muss nochmal zurück jetzt. Wie gesagt. So, da sind die beiden. Obwohl, die anderen sind wahrscheinlich schon da. Die anderen sind wahrscheinlich schon vorgelaufen. Na, irgendwo müsste doch stehen so und so viel von so und so viel. Ja, zwei von vier steht hier. Ja, dann brauchst du noch zwei. Ja, die kommen sicherlich noch. Ich laufe genau auf die zu, glaube ich. Oder einen, ne? Einer. Einer, genau. Der andere wird ja von... Der anderen da verschleppt. Genau. Jo, wickel dich um den Zaun. Mach das Spaß her. So. Ich bin voll dein Streambild. Ja, du bist als Thumbnail mit drin. Und SSO Love Girl, danke für dein Abo bei YouTube. Musst du kurz gucken, was da steht. Los, jetzt bitte alle hier rechts hochgehen. Brav. Und Tanja, die Schuhe wieder besser gelaunt? Hat sie dir verziehen? Weiß ich nicht. Sie redet ja nicht mit dir, ich weiß. Das Ding ist, sie ist ja gar nicht hier. Ach ja, die ist ja gar nicht da. Ja. Wieso das nicht? Boah. Die macht Urlaub von mir. Ach so. Sie brauchte auch mal Urlaub. Nein, die ist zum Testen mal für zwei, drei Tage bei Mama.
Um zu gucken, wie sie sich so verhält. Sie kennt das ja, also sie kennt meine Eltern, logisch, klar. Freut sich auch jedes Mal dahin zu fahren, aber es war doch gestern mal was ganz anderes. Also die kommen ins Haus rein, sie freut sich einen Keks, verliert sogar ein paar Freudenpipi-Tropfen Okay. und stieg auch sofort ins Auto ein. Dann guckt sie mich an, komm, setzt sich neben mir, so nach dem Motto, und Tanja macht dann die Tür zu. Oh Mann. Ich habe den Hund angeschnallt hinten auf der Rückbank. Ne? Sie hat sich immer noch gefreut. Dann ging die Tür zu. Okay, dachte sie. Okay, dann kommt die jetzt rum auf der andere Seite. Ah, scheiße war's. Muttern hat zwar getönte Scheiben hinten, aber trotzdem konnte ich noch, als sie dann losgefahren ist, sehen, wie sie hinten auf einmal an der Tür steht und die Ohren so betröppelt hängen ließ und nach mir guckte so, was? Wie jetzt? Ohne dich? Das war jetzt aber so nicht geplant. Ja, ach man. Ja, jetzt macht sie gerade Futterverweigerung und Okay. ja. Ah, das kommt noch. Bin noch meine Ja. Fressmaschine. So, die anderen beiden Pferde hat übrigens die Sindra gebracht. Dann ist alles gut. Die So, zwei? ja. Aha. Ich erlasse euch gerne ein paar hundert Schillinge von eurer Geldstrafe. Dann kommt natürlich noch die Leihgebühr hinzu, dafür, dass Sindra das Pferd zurückgeritten hat. Das sind Leihpferde. Wenn du eins reitest, musst du meine sehr faire Gebühr bezahlen. Tut mir leid. Da gibt es keine Ausnahmen. Ich habe das Gefühl, dass Fort Pinter pleite ist. Auf jeden Fall. Damit beläuft sich eure Rechnung auf 92.871 Schillinge. Es wird immer mehr. Alles Tatsache. Ich nehme an, dann wirst du einfach so lange für mich arbeiten müssen, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Wir haben einen Stall, in dem wir Hilfe brauchen und ein Rennen, das organisiert werden muss. Wenn du also, sagen wir mal, 47 Jahre arbeiten würdest, ja, dann sollte eure Strafe abgearbeitet User sein. joined your channel. Mann, ist das hart. Hallo Buddy. Guten Hallo. Tag. James, weiß man, wie ihn betrübt? Hä? Ach Wer? so, James weiß, wie man Leute. Also, ja, also der ist auf jeden Fall nicht ganz sauber, der James. Was gibt's denn 47 Jahre soll ich jetzt dafür arbeiten. hier wieder für ein Event? Ich habe irgendwas Glitzerndes angepackt. Das sind die Toten. Die was? Mit Toten, so wie Spinnen, Ach so. Sterne etc. pp. Ich habe verstanden, die Toten. Die Toten habe ich auch gehört. Okay. Ja, am Friedhof gibt es auch einen. Okay. Gibt's nicht nur eins. Ich habe jetzt gerade einen hier auf dem Nein, genau. Soll ich sagen, dass James ein Betrüger ist? Im Prinzip ist es, glaube ich, egal, was du da angibst. Ich sag, er ist ein Betrüger. Betrüger, was? So könnt ihr nicht mit mir sprechen. Ich bin der Tourismusminister. Ich arbeite auf Anordnung des Bürgermeisters. Aha. Betrüger, was? So könnt ihr mit mir nicht sprechen. Ich bin. Achso, das hat man schon. Dann sage ich diesem Bürgermeister mal meine Meinung. Genau. Ihr wollt den Bürgermeister sehen? Gut, aber ich warne euch, mit ihm ist nicht zu spaßen. Mir egal. 10 Minuten später. Macht Platz für Fort Pinters Stolz und Freude. Bürgermeister Peanut. Der ist Peanut? Der Bürgermeister ist ein Pony? Die ja ernst? Was? Wie viele von den Karten gibt es, Uli? Weißt du das? Das Pferd kann reden. Ich guck mal, ob ich was Ein finde. sprechendes Pony. Dann ist es Mr. Ed. Falls dir das was sagt. Natürlich, sagt es mir was. Anscheinend 10. Nee, 94. Ja, fast das Gleiche. Ja. Sorry. Ich habe die Question fertig. Okay, ja, ich noch Ja, nicht. herrlich. Nein, ich habe auf die Seite geguckt und da stand unten stand 10. Achso, die du schon hast. Ja, noch nicht habe, aber halt auf der Seite verfügbar und oben stand Achso. halt 10 von 94 Ach oder so. 6 von 94 oder sowas. Okay. Lol. Ich habe aber noch keine Tanja gesehen. Ja, ich bin gerade von der Brücke gestürzt und habe es unglücklicherweise auch noch überlebt. Ich bin gerade drüber weggelaufen. Verdammt, nur eins. Ich kletter mal gerade irgendwo wieder nach oben. Ja, Hm.
glücklicherweise überlebt, aus dem Grunde, weil man ja, ne, wenn man stürzt und dabei drauf geht, dann landest du ja wieder da, wo du gestorben bist. Genau, deswegen wollte ich das an dieser Stelle, nicht, dass jetzt jemand Falsches denkt oder so. Oder ach so, hinter dem Pony steckt James. Ah, James ist also ein Pony. Ja. Er hat doch eine Meise unterm Pony. Das heißt, dann ist es doch ein Betrüger. Wie will er das denn jetzt noch machen, Uli, wenn er schon ein Pferdchen ist? Er hat doch eine Meise. Meise, Pony, was denn noch? So, erstmal mein Pony hier. Die lustige Geschichte von Uli kennst du auch schon, oder? Welche? Von heute. Ich kenn so viele. Ha? Von heute. Oh nein. Von heute kenne ich noch keine lustige Geschichte. Ich kenne nur die lustige Geschichte vom Tierarzt. Ha, lass mich raten, die kennt Olli noch nicht. Nee. Die kennt Olli noch nicht. Pass auf, Olli. Hier, wir haben ja hier die neue kleine Katze, ne? Ja. So. Und die war noch nicht geimpft und nix, ne? Und jetzt haben wir dann einen Termin gemacht beim Tierarzt mit beiden Katzen dahin. Und Mimi kennt der Tierarzt ja schon. So, und dann sind wir dann, muss ja dann dahin. Ja, wie heißt sie denn? Und so weiter und so fort. Blablub, ne? Chris hat 10.000 Fragen gestellt. Und die Tierarzthelferin dann auch so, ja, was ist denn für eine Rasse? Und ich sag noch ganz trocken, perverser. Oh Mann. Voll in Trance. Oma, die da saß mit ihrer Katze, die fing voll das Lachen an. Ach, kann man hier oben bei James jetzt gar kein Rennen mehr machen? Nee, das machst du jetzt irgendwo draußen. Was machst du hier? Ich weiß, dass du Ferdinand betrügst. Das Spiel ist zu Ende, was deinen Betrug angeht. Aber das wird Olli noch feststellen. Wie lange haben wir Zeit, um diese komischen Figuren oder Karten da zu finden? Keine Ahnung. Also das ist unendlich gedönst. Ich denke mal, das ist ein unendlich gedönst, weil es halt auch mit in dem Buch vertreten ist. Ja, ja, okay. Also haben wir wieder mal morgens was zu tun, theoretisch. Ja. Da rennen. Aha. Hollywood. Mhm. Hollywoods. Hollywoods. Hollywoods, ja. Nein, Tanja, ich stand heute Morgen um 7 Uhr auf der Arbeit. Oh. Hab mich in der im Wochenende vertan. Verdammt. Mhm. Wie ungünstig. Hab's aber irgendwie geschafft, morgens um kurz nach 5 aus dem Bett zu kommen. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Und alles für die Katz. Und alles für die Katz, ja. Bin super. Alles für die Perversen. Alles für die Perversen. Oh boy. Ja, und was hast du sonst noch so Lustiges gerissen heute? Ja, dass ich halt um 7 Uhr anstatt um 19 war's. Uhr auf der Arbeit stand. Ja, und ich erst nächste Woche die Frühschicht habe. Okay. Cool. Ja. Hm. Wobei mir die Kollegin heute Morgen auch schon quer geschossen ist. Ich dachte, nein, Uli, halt die Fresse. Also, mir ist auch schon mal auf dem Sonntag zu Schulzeiten aufgefallen, dass Sonntag ist. Bevor ich an der Schule ankam. Ja, Olli, kennst du das nicht irgendwo her? Nein. Weiß gar nicht, was du meinst. Aha. Aha, genau. Wie ein ganz Öhrchen. Hau raus. Nö, ich weiß nicht, was sie meint. Doch, bestimmt aber weißt du's. Er hat's an einem Samstag geschafft. Okay, ich hab auf den Sonntag geschafft. Ja, aber das Gute war, dass samstags keine Busse gefahren sind und mit einer Bushaltestelle stand. Ja, jetzt stell dir mal vor, das wäre auch noch so gewesen, dass der Bus auch um die Zeit gekommen wäre. Kann ja auch sein, ne? Ja, dann wäre es trotzdem komisch gewesen, dass die Bushaltestelle leer ist. Die war früher mal voll. Ja gut, bei mir war es zu Fuß erreichbar, die Schule, und ich bin dann aus dem Haus und stehe da, wo ich mich sonst immer mit meiner Freundin verabredet hatte, mit der Steffi, und dachte, andauernd kommt keiner, komisch. Handys gab's ja noch nicht, ne? Mal anrufen, wo bleibst oder so, oder eine WhatsApp-Nachricht oder sowas. War ja nicht möglich. Und dann dachte ich, gut, dann gehst du eben alleine, vielleicht ist sie krank. Ich bin dann weitergegangen und sehe dann vom Weiten, dass die Pforten von der Schule zu sind. Und in dem Moment kriegt Tanja große Augen und denkt, what the fuck.
Oh, ich habe eine Token-Postkarte gesammelt, okay. Weiß ich doch. Und Dennis, das haben wir doch gestern Abend abgesprochen. Machst du heia, Mimi? Ja, ne? Gleich gibt's wieder Behandlung. Ja. Genau, bei Nettie gibt es Reis und bei Dennis gibt es irgendwas mit Pommes und mit Mayo. Ich habe nur vergessen was. Schokolade. Da wird schon der Essensplan gepostet. Dann kommt er dann wieder mit. Ja. So, habe ich dann mal Post bekommen. Mal gucken, ob ich was im Briefkasten habe. Das ist auch neu. Wenn man jetzt irgendwo hier mal runterstürzt, dann wird der Bildschirm mal gräulich. Ja, besser als ein Bluescreen, ne? Ja, aber ich meine jetzt, das war doch vorher irgendwie... Warte mal, ich muss mal gerade sterben. Das will ich nochmal sehen. Muss mal gerade sterben. Warte mal, das mache ich jetzt auch mal. Das will ich jetzt auch mal sehen. Ja, das war gräulich. Normal ist das doch dann so rötlich immer gewesen, oder? Ja, ich sterbe natürlich nicht, wenn ich von der Brücke runterspringe. Ja, das habe ich auch schon versucht. Da habe ich auch leider überlebt. Da ist noch eine Treppe. Da oben noch so eine Karte. Plüschmonster. Nein. Gut. Also im Turm, um Turm rum in Fort Pizza ist nichts. 35.000 Anrufe in Abwesenheit. Aber vor der Statue ist noch eine. Ja. Im Turm, um Turm und um Turm herum, ne? Genau. Also wie gesagt, vor der Statue habe ich auch noch eine gefunden. Also der Turm in Ulm, ne? Genau. Hä? Ja, in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Genau. In Ulm und um Ulm und um Ulm herum. So. Genau. Und dann der. Dann kommt Fischer, frische Fische. Ich nehme auch einen. Ich nehme nur Matjes. Matjes. Ach nee, das war Katjes. Genau, ja. Aber das habe ich auch schon gebracht. Nein, ich bin nicht zu Hause. Und du brauchst nicht anhören, wenn du nach Hause kommst. Kann ich nicht bestätigen, der ist nicht zu Hause. Der ist PS. Richtig. Ja, ist Fakt. Weil und so. Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt in Fort Pizza nichts mehr zu tun. Ich bin auch schon aus Fort Pizza weg. Okay. Und bin gerade auf dem Weg zum Richtung Renn in Silverglade. Also hier, Steve. Ja. Steve. Weiß nicht, ja, ich wollte sagen. Ja, erst hat er ja Ellen gerufen und dann. Nee, das ist gar nicht Ellen, das ist Steve. Steve. Oh, weil. Wer ist Ellen? Ja, diese Erdmännchen oder Murmeltiere oder was das ist, keine Ahnung. Irgend so ein Vieh. Achso. Kennst du das Video nicht auf YouTube? Was sich so aufrecht hinstellt? Weiß ich jetzt nicht. Wo der Mensch dann einen davon gemacht hat? Ja, meine ich doch. Irgendwas war da. So. Quasi wie die Olong Johnson Katze. Mhm. Aha. Von wem die Katze? So, hallo Steve, wie geht's dir? Steffen kann es besser. Was macht der eigentlich? Genau, was macht Steffen eigentlich? Keine Ahnung, was er heute macht. Ich auch. Also, Andi. Hier ist er. Wir werden allesamt dir bestätigen, dass du nicht zu Hause bist, sondern im TS. Genau. Du hast gerade, ich weiß ja nicht mit wem und warum du telefoniert hast, aber man hat zumindest gehört, dass du gesagt hast, du wärst nicht zu Hause. Genau. Haben wir nur gesagt, das stimmt. Er ist ja hier im TS. Genau so ist es. Ja, richtig. Wir werden das alle bestätigen. Ja. Genau. Ich habe nämlich mit Perle gesprochen. Aha. Ja. Soll man seine Holde anlügen? Ja, ab und zu mal schon. Ich kann dir ja mal eine WhatsApp schreiben. Stimmt, er ist nicht zu Hause, er ist im TS. Ja. Ja, aber wie gesagt, du brauchst doch, wenn du nach Hause kommst, nicht um die Ecke gucken, das Auto steht eh nicht da. Ha. Bin ich nochmal auf dem Weg von Würzburg nach Nürnberg. Aha. Aha. Wieso das denn? Du bist doch seit heute früh um 3 auf den Beinen. Wann bist du zu Hause? Nur so gegen 22 Uhr. So, hallo Stefe. Du lügst mich doch an. Nein.
So. Ja, genau, so. Ich bin jetzt. Ich weiß, wo alle sind. Was weißt du, wo alle sind? Alle Token oder wie? Wie viele Token gibt's denn eigentlich insgesamt? 94. Erst waren es 10 und dann waren es 94. Aber kannst du mal ein bisschen Spekulatius wegstellen? Oh, ich nehme auch welche. Also ist das Quest-bedingt zuerst, dass man 10 braucht und dann sind es ja doch mehr, ja? Ja. Nein, genau. Für die Quest brauchst du nur einen. Das ist quasi so eine Erklärungsquest. Aufklärungsquest. Nee, aufgeklärt werden wir schon mal nicht mehr. Mau? Wer sagt hier Mau? Ach du. Naja, aber einen Token habe ich ja schon. Und hier hat jetzt gerade SSO Love Girl geschrieben. Ich weiß, wo alle sind. Aha. Das ist bestimmt Lena. Nein. Wie weißt du sonst immer, wo alles ist? Hey, wake up. Ah, ich soll aufwachen, wird hier gerade gesagt. Aha. Ich soll aufwachen. Hallo Steve. Danke für das Rennen. So. Weiß jemand, wo hier bei Silverglade was ist? Vielleicht in der Stadt? Außen sehe ich jetzt nichts an der Farm. Keine Ahnung. Ich mal ins Wörtchen rein hier. Aber Tanja, das können wir ja auch mal morgens machen. Können wir rein hier praktisch auch. Aber wenn du denn morgens keine Zeit hast, weil du später zu Hause bist, weil die dich dann nicht eher weglassen, weiß ich nicht, wie das geht. Ja, zumindest klappt das ja, wenn ich im Ministerium bin. Nur nicht gerade Montag. Wie viel hast du denn schon? 2, 3 Stück, keine Ahnung. Oh. Hm. Ja. Denkst du, ich sehe dich irgendwo? Demo? Weiß ich nicht. Warst du auf der Demo? Im Dorf. Nee, Finn. Also ja, wir waren auch auf der Demo. Ja? Friday for Future? Mr. Specs war auch dort vertreten. Aha. Das hatte ich gestern auch schon früher Feierabend. Ich war ja gestern schon um 19 Uhr etwas zu Hause, obwohl ich eigentlich Spätschicht hatte. Ah. 10.000 Leute waren erwartet, über 100.000 Leute waren da. Oh. Ja, das ist doch wie bei hier, die Hambi-Demo da, ne? Dieselbe Sache, also Friday for Future? Ja, Klimaschutz, ja. Genau, das hat man. Finn musste gestern vor 100 Leuten sprechen. Oh nein, ja gut, hat er ja an seinem Geburtstag schon mal gut geübt. Ja. Nee, hat er nicht. Also, so meinst du das, ja, indirekt. Ja. Er hat aber erst einen Tag vorher, eigentlich sollte das der Klassensprecher machen. Der Klassensprecher hat aber kalte Füße bekommen. Und dann hat man Finn gefragt und Finn hat dann einfach mal so gesagt, ja, mach ich. Und dann kommt er nach Hause, scheiße, das muss ich machen. Oh wei, hat er aber super hingekriegt, echt. Ja, hat sich das dann ein paar Mal durchgelesen und dann so 16 Punkte musste er dann da durchs Megafon. Hier, falls er meinen Crashkurs braucht, Rhetorik vor Fortgelaufene, sag Bescheid. Ich genau. Find's geil, also wenn die einfach ganz ehrlich, die ganzen scheiß Politiker, die können doch nicht lang immer alles da drüber hinwegsehen. Da gehen so viele Millionen Menschen auf die Straße. Richtig. Das jeden Tag, nur fürs Klima. Davon sind mindestens 80% Schulschwänzer. Ja, das macht ja nicht. Wenn ich könnte, würden sie ja von mir alle noch eine Entschuldigung kriegen. Ja. Na, wie die Thunberg so schön sagte, was soll ich in die Schule gehen, wenn es sowieso keine, also was für die Zukunft lernen, wenn es sowieso keine Zukunft gibt. Ja, da ist was dran. Ne? Also man kann von dem Mädel halten, was sie will, aber ich finde, die hat in vielen Punkten einfach recht. Und dazu 15-16-jähriges Mädel sowas erstmal vormachen muss. Also finde ich schon echt traurig, dass das unsere Vorfahren nicht auf die Kette kriegen. Unsere Vorfahren hatten mit solchen Problemen gar nicht zu kämpfen. Nee, weil sie die nicht hatten, diese Probleme. Ach,
Ja, ein Olli. Ach, hallo, wo kommst du denn her? Außen vom Walde. Probleme gab's schon, aber sie haben sie nicht gesehen. Ja, warst du schon bei der Windmühle? Was? Warst du schon bei der Windmühle? Nee. Ich auch nicht. Ich mach die heute irgendwie alle so ein bisschen durcheinander. Ja, ich auch. Also ich mach jetzt, stimmt eigentlich, mach ich normal erst die Windmühle. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, die haben die Karte versetzt. Ich war nur die Tage einmal ganz kurz drin, hab zwei Pferde geholt und dann habe ich mich direkt wieder ausgelockt. Direkt. Ja, mir fehlen jetzt noch zwei in der Sammlung. Aber die heutigen 100 hast du doch noch gekriegt und... Ja, aber es fehlen mir trotzdem noch zwei in der Sammlung. Wie viel cool habe ich denn? Ich habe 1173. Kannst du 800 Uli abgeben? Nein, ich brauche 1200. Die anderen zwei kosten 600. Oder 599, die großen. 600, okay. Ich habe zwei kleine gekauft, von daher... Die hat zwei kleine gekauft. Wieso kann ich den Ballon nicht benutzen? I don't know. Weil ich halt am Platten. Wann wolltest du heute trucken? Oder steht das noch nicht fest? ETS meinst du? Ja. Wollte ich erst morgen wahrscheinlich machen. Okay. Glaube ich. Weil heute Abend kommt ja jetzt noch, kam jetzt noch LS17 mit rein. Ach so, ja, richtig. Und da weiß ich ja nicht, wie lange das geht und ob ich dann noch Lust habe, ETS zu spielen. Weiß ich meine? Ja, ne, ist klar. Muss ja auch nicht alles auf einen Tag gepresst werden. Ist schon richtig. Weil ich würde nämlich jetzt hier nach SSO wahrscheinlich erstmal wieder weiterrödeln hier. Nur irgendwie wollte ich mal irgendwie und so. Mal wieder Hallo sagen nach Jahren. Genau, nach Jahren. Ja. Gestern auch im TS. Ja. Ja, aber da war ich noch arbeiten wahrscheinlich. Beziehungsweise noch nicht zu Hause. Aber hier wird man im TS ja sowieso sitzen gelassen. Ganz alleine. Interessiert sich sowieso keiner für einen. Was? Was? Wer? Wie, was, wo? Das Olli. Was? Oh. So, um mal von den Anwesenden zu sprechen. Ich bin anwesend, ja. Also wenn ich im TS bin, dann war ich meistens oben, stehe ich zu. Aber dann bist du ja auch dazugekommen, was ja auch in Ordnung ist. Ja, ja, aber in andere Räume kommt man nicht rein. Nee, das stimmt. Aber bei uns kann ja... Bei uns kann, glaube ich, ist jeder reinspazieren, ne? Ist schon mal gerutscht. Weiß ich jetzt nicht. Eure sind eigentlich geschützt, also jetzt kommt man, glaube ich, erst ab Mods aufwärts rein. Gut. Ja, und ja, wenn die anderen erst ab Admin geschützt sind, dann hab ich da die Arschkarte. Oh, Sophie, Dingsterbumster hat sich ausgelockt. Wieder Dingsterbumster? Woodkite oder irgendwie so heißt sie. Ach, Pferd, warum bleibst du denn einfach stehen? Da ist doch gar nichts. Quasi barrierefrei. Das musst du dem Pferd erstmal erklären. Ja, richtig, ne? Trotzdem fängt es an zu stolpern hier. Heiliges Kanon. Ah, ich kann gar keine Bestzeit mehr mit meinem Pferd machen, aus dem Grund, weil es einfach nur total down ist. Ich kann gar keine Bestzeit mehr machen, aufgrund dessen, weil ich lange nicht gespielt habe und hier ständig irgendwelche Zäune umwickel oder Mauern reiße oder was weiß ich, keine Ahnung. Dafür hast du aber ziemlich schnell hier ein Ziel gefunden. Aha. Ja, aber unten in guck der Gefahrenzone hast du es nicht. Guck mal, hier ist Phil, will, dass du die Quest abgibst. Er will, dass ich die Quest abgebe. Gemacht. Level up, Level 4. Wuhu! Noch ein Rennen. Wo sind meine Kaninchen? Ich hasse die scheiß Kaninchen-Quest. Ich liebe sie. Ja, 39 Sekunden. So. Ich weiß bis heute nicht wie, aber ich hab's geschafft. Minuszeichen schreibt, habe Tanja, Uli und Andi ganz dolle lieb, fühlt euch gedrückt. Wer schreibt das? Oh, nicht so viel. Minuszeichen, also Leonie. Hab ich's wieder nicht verstanden. Leonie! Ich dich auch! Ja, aua, da bin ich so fest zu drücken. Und gute Besserung. Krank? Dein Pferd sieht irgendwie komisch aus. Meins? Ja. Die ist ja erkältet. Ja, dann willkommen im Club.
Ich sitze ja auch nur dank Krippus dort. Aha. Mhm. Ja, ich laufe wieder mal hier an die Pferde vorbei. Ja, genau. Ich glaube auch, dass mein Töchterchen schon was mit dir hingenommen hat. Ich weiß es nicht. Ich habe auch die Vermutung, dass ich das irgendwo da aus deiner Ecke her habe. Ja. Würde zumindest zeitlich gut passen. Ist ja, Alina krank gewesen? Ja, ja. Also sie hatte wohl schon eine ganze Weile vorher Husten, hat sie erzählt. Aber die richtige Erkältung, die ist bei ihr nämlich auch ein, zwei Tage später ausgebrochen. Denn das heißt, wenn sie wirklich erkältet war, wo ich jetzt von ausgehe, dann... Hat sie uns angesteckt. Genau. Kann sie ja nichts für, ist halt so. Aber... Nee, vor allen Dingen, man denkt, selbst wenn man erkältet ist, man denkt ja nicht drüber nach. Ne? Ich dachte nur, Begrüßung, Verabschiedung... Etc. pp. Ne? So die ganz normalen alltäglichen Dinge, die man schon aus Gewohnheit macht. Da denkt man ja nicht an die Bazillen. Ja, eben. Ne? So, ich habe alle Rennen durch. Ach so. Ich habe jetzt alle Rennen gemacht, außer eins, aber da gibt es eh keine Punkte für. Die Orientierungsgedöns da hinten in Hollowoods. Den hätte ich dann aber trotzdem rein, aus Protest, damit er nicht mehr in der Liste erscheint, gemacht. Nein, ich mag diese Orientierungsrotte nicht. Naja, hat man ich finde die nicht schlimm. Ich mag die nicht. Du kriegst nichts dafür und dann sollst du dir auch... Dankeschön, du läufst an die Pferde vorbei. Seltsam, welche Pferde? So... Wollte ich gerade mal mein Pferd in der Seitenansicht beobachten, wie das aussieht. Denn du musst dein Pferd in die stabile Seitenlage bringen. Genau. So, wie heißt die Ecke, wo dieser Druide steht? Ich habe noch eine laufende Quest. Vale, Dale, irgendwo da oben. Ich muss unbedingt noch, das mache ich auch jetzt, bevor ich es nachher vergesse. Ich düse jetzt mal zum Dino-Tal. Mach das. Machst du da Ruf oder machst du da Quests? Beides. Ach so, du. Weil ich bin kurz. Ja, ich bin kurz davor, mein Dings fertig zu haben, weißt du? Den Ballalong. Oh, ja, richtig. Hui! Das war doch mal ein bisschen Gleitdings. Ich bin ein bisschen falsch, ich muss hier lang. Na, ich glaube, ich halte mich demnächst etwas fern vom TS. Warum das? Du hast vorhin gesagt, ich laufe die ganze Zeit an die Pferde vorbei. Hä? Du läufst an die Pferde vorbei? An die Pferde vorbei? Warst du in SSO? Hat jemand eine Leonie in SSO gesehen? Ich habe noch nicht auf die FL geguckt, wer online ist. Ich vergesse das jedes Mal. Oh, Baum. Baum. Fabi ist online, Olli ist online, Uli ist online. Das sind die, wo mir gerade angezeigt werden. Ja, mach das. Ich kann nur noch zugucken, nicht mehr schreiben. Ja, okay, dann viel Spaß noch beim Zuschauen. Ha. Ha. Erstens, wenn, dann heißt an den Fern und zweitens sind das Kaninchen. Ach so, habe ich Pferde gesagt anstatt Kaninchen? Das kann sein. Habe ich nicht so drauf geachtet? Ja, ich habe auch nicht drauf geachtet. Irgendwie. Ich bin im Moment gerade so auf mehreren Partys gleichzeitig. Oh wei. Sonne wird nicht. Und ab Montag hast du wieder früh, oder was? Jep. Oha. Corona was? Aha. So, jetzt bin ich bei der Baro angekommen. Uah. Zumbord. Wo sind denn der Mond? Oh, Ohrwurm. Ohrwurm? Ohrwurm.
Olli, ich glaube, ich kenne jetzt alle Begriffe auf Scribble.io. Sicher? Passt, ja. Ich habe noch nie in meinem Leben so auf Scribble.io gespielt wie in den letzten zwei, drei Wochen. Keine Ahnung. Was kann dir die Aufnahme schicken, wo du es gesagt hast? Aber nee, bin wieder weg, aber ab nun sehr wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Ja, dann dir noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Und gute Besserung. Und werd endlich mal gesund, richtig. Obwohl ich sagen muss, die klingt von der Stimme her viel besser, wenn sie erkältet ist. Viel trinken. Genau, viel trinken. Trink viel den Priel. Sie hat keinen Bock auf Menschen. Ich bin aber ein Pferd, eindeutig. Viel trink Priel? Ja. Ha. Oh, Tanja, ich glaube, es geht mit den Bewahrern hier weiter. Schmetterlinge, was wollen die denn hier mit den Schmetterlingen? Muss ich die einfangen oder was? Luzi! Gibt es eigentlich wirklich solche Fahrstühle wie im Dinotal? Die sehen sowas von wackelig aus. Ja, wenn du mal so generell überlegst, früher so Ruhrgebiet und so, die ganzen Kohle da, um unter Tage zu kommen. Soll auch sowas in die Richtung sein. Ah, vor der Wand gelaufen. Was ist denn sowas? Ich wollte es mal ausprobieren. Andere am Brettbahnkorb und ich hab. Naja, gut. So. Also, du bist jetzt bei dem Druidengedöns da oben, ja? Ja, da ist doch diese neue Quest. Bei Whaledale. Ja. Okay. Dann trab ich mal an. Lucky Lucky machen. Oh, mir wird automatisch viel kälter, wenn ich jetzt hier im Dinotal rumlaufe, ne? Oh, wenn ich die Windgeräusche höre, wird mir ganz anders. Ja, das macht eigentlich richtig Fetz, wenn du draußen 33 bis 35 Grad hast. Ja. Macht das richtig Fetz. Weißt du auch nicht, soll ich jetzt frieren oder schwitzen, verdammt. Hm. Ach scheiße, ich kann das gar nicht weitermachen. Was muss ich denn hier machen? Ich habe hier solche komische Herzquest. Das heißt, ich muss meinen Ruf auf jeden Fall nach oben bekommen. ETF? Komm, Fury, nur lauf hinne. Hi! Doch. Voll reingesprungen. Ja, der Druidenmeister hat wieder so tolle Questen, wo du, also hier dieser Trainer, so täglich hier auf diesem Reitplatz oben. Ich weiß, ich bin auf dem Weg dahin. Ich stelle mich nur gerade ein bisschen bösig an. Aha, habe ich mich gerade auch. Ich hab das so elend lange nicht gespielt, ey. So, hier ist der Ballon. Der sieht schon fast fertig aus, ne? Rappelt im Ballon. Dong, 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 dong. Ne. Oh, der Karton. Benutze Stoffteil. Wo habe ich denn Stoffteile? Vermutlich in deinem viel zu überfüllten Inventar. Das ist nicht überfüllt. Nicht? Gut. Nein, ich habe aufgeräumt. Ich habe ganze 3 Plätze frei. Fick dich doch. 3 Slots. Ja. Ja, Tanja, reit ruhig erstmal an der Uli vorbei. Nicht an der Uli, sondern hier an dem Berg, wo es hochgeht zum Platz. Achso. Da bin ich gerade dran. Darf mich aus Jan. Ich bin so doof gewesen, ich bin aus dem Kreis rausgeritten. Damit natürlich gleich gefallen.
Fangen. Fange genügend Bälle, bevor die Zeit um ist. Okay. Ja, Bälle habe ich noch nicht gemacht. Aber du arbeitest dich doch von oben nach unten. Und muss ich da jetzt hinlatschen, wo es grün leuchtet? Ah, bleib stehen, Truller. Couch. Es glückt. Versuch es nochmal. Fang die grünen Bälle. Grünen Bälle. Fang die grünen Bälle. Du kannst auch von deinem Pferd absteigen, wenn dies einfacher für dich ist. Nochmal. Ja, hier, komm her. Also, wie soll ich die denn fangen? Ein? Ich habe einen gefangen. Gefangen? Gefangen. Ah, jetzt habe ich es abgerafft. Stopp. Oh, den habe ich nicht bekommen. Oh, ich habe einen Stern gefunden. Cool. Der Ollis Name. Du hast einen Stern gefunden. Deine Sammlung anschauen. Ja, nee, möchte ich jetzt nicht. Ja, mal sehen, wann ich die Sterne alle voll habe. Ja, Olli, wir haben es dir ja schon ein paar Mal angeboten. Das schaffe ich sicherlich noch dieses Jahr. Meinst du? Da bin ich mir sicher. Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie war das? Abgesoffen. Ein Ball. Komm. Komm zu Mutti. Prima. Hi. Was war das? Was? Ich hab 10 grüne Bälle gefangen. Ich hab gerade ein kleines technisches Problem. Ich bin stolz auf dich. Ich habe eine Wassermelone getragen. Kreuzfeuer. Wow. Ja, die habe ich gerade gemacht. Fang einfach oben an. Wo muss ich hin und warum? Ich bin jetzt mit Bällen dran. Grüne Bälle, muss ich da drauf gehen oder wie? Ja, auf die Flecke, auf die Kreise. Und dann warten, bis die grünen. Ups. Ich bin so leicht verpackt gerade, ne? Das sieht ja mal heiß aus. So. Hi. Gut, da kommen wir nicht rüber. Dann einmal hier rauf. Okay, das funktioniert auch. Das habe ich jetzt raus. Sagte sie und wäre beinahe in eine reingeflogen. Verdammt, ich noch eins durch. Wie lange muss ich das machen? Ach so, bis der Balken weg ist oder voll ist. Oh, verdammt. Was war denn das jetzt? Ich war doch schon da, wo ich hin muss. Kenne ich. Ich werde einfach zurückgesetzt, ja, obwohl nichts Schlimmes passiert ist. Kommt ja nichts mehr. Ja. Denkst, es kommt nichts mehr, kommt von irgendwo doch was. Vom Gaul ab, ist es denn? Keine Ahnung. Hoffentlich ist dieser blöde Balken gleich mal voll. Versuch es nochmal. Wieso? Weil ich vom Gaul abgestiegen bin, aus Versehen. Nein, eigentlich darfst du bei den Bällen absteigen oder machst du schon das nächste? Nein. Die anderen habe ich ja schon alle. Okay. Nein. Ich weiß warum. Okay. Darfst du nicht auf den Kreis raus? Irgendwie. Ja, die, wo ganz nah am Rand waren, die habe ich einfach gelassen. Du musst nicht jeden mitkriegen. Oh, geschafft! Erfüllt. Beim ersten Mal. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das jetzt hier Schmetterlinge. Die sind ein bisschen doof gemacht. Nur die pinken. Ach so, nur die pinken, danke. Anklicken oder was?
Ja. Ein. Zwei. Oh. Bleibst du hier? Drei. Vier. Ah. Fünf. Sechs. Ja, doch, seid ihr. Wir sind kaputt. Sieben. Zwölf. Was? Zwölf? Ja, ich wollte gucken, ob ihr aufpasst. Ja, dafür vernachlässige ich hier mein Scheiß. Ach Mann. Verdammt nochmal. 14, 15, 16. Oh, nee. Wenn Olli mal so weit ist. Aha. Alle Anforderungen erfüllt. Symboljagd. Irgendeine Anweisung. Achso, ich muss auf 5 Blitze warten. Ah. Muss ich da jetzt draufsteigen? Ja, muss ich auf die passenden Dinger draufstellen. Welche passenden? Woher weiß ich denn, welche passen? Blitz, Sonne, Mond und Stern. Guck dir die Dinger mal an. Ja, es sind verschiedene, aber woher weiß ich, so, wo ich drauf muss? Das eine ist das Symbol der Sonne, das andere ist das Symbol vom Stern, Symbol vom Blitz und andere halt. Das habe ich schon verstanden, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich zuerst drauf muss. Das wird dir dann gesagt. Ach so. Wo? Hä? Fenster. Also beziehungsweise erscheint dann als Schuss. Okay. Mond. Kann denn jetzt der Mond sein? Ach, verdammt, nochmal. So, geschafft. Kommen wir auch rufmäßig hier weiter, ne? So. Könnte der Mond sein. Ja, du hast das richtige Symbol gefunden. So, und jetzt? Stern. Ich meine, Lieblingskatze, du bist die beste Katze auf der ganzen Welt. Sag's ja jetzt. Richtiges Nein, Symbol. Ist sie auch. Die Sonne. Den Titel, den muss ich Annie erstmal verdienen. Ja. Du hast das richtige Symbol gefunden. Nochmal die Sonne. Okay. Scheiße, die Batterie ist explodiert. Das heißt, ich muss das vorher machen. Ich dachte, ich kann jetzt nebenbei noch eine andere Quest machen, das geht wohl nicht. Ah. Ich würde dir ja gerne zugucken, Tanja, aber ich sehe dich nicht. Ich weiß. Die Sonne. Ich hab's aber raus. Jetzt weiß ich wenigstens, welches Symbol gemeint ist. Dann. Mhm. Alles gut. Das richtige Symbol. Ich muss jetzt auch nur noch zwei. Nee, drei. Nee, zwei. Stern ist da. Jetzt nur eins. Ah, wo muss ich denn die scheiß Batterie hinbringen? Weiß das jemand noch von euch? Oh. Solche Batterie aus dem Dino-Tal. Da, schon wieder. Die Batterie ist explodiert. Zum Glück ist es... Was von Dings? Queen lief gelungen, einen Supersprung zur Seite hinzulegen und euch beides zu retten. Du musst nochmals von vorne anfangen. Tipp, je schneller du reitest, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Batterie explodiert. Ach so, dann war ich also so schnell unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo ich die Batterie hinbringen muss. Hoppla. Oh, das gibt sogar Pferdelevel, Uli. Ja, ich weiß. Mich wundert's nur, dass wir das nicht mit dem Startpferd machen. Stimmt.
So, aber wenn das die täglichen jetzt werden? Ja, den Ruf haben wir voll. So. Das wäre eher was für Olli. Aber ich bin mal eben Waschmaschine und so. Bis gleich. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh, Waschmaschine. Ich habe heute auch 3 Maschinen durchgejagt. Muss doch das schöne Wetter ausnutzen. Ach ja. Urram. Ich will noch nebenbei die andere Quest hier mitnehmen. Ah. Das Dumme ist, wenn ich springen muss, dann bin ich automatisch schnell und dann könnte die Batterie knallen. Okay. Ich weiß ja nicht, wann du die Quest hattest, wahrscheinlich schon vor 10 Jahren oder so. Kann sein, ja, gefühlt, ja. Die Batterie. Batterie. So, das ist wieder langsam. Heiz hier über die Felder. So. Muss langsamer. Ja. Wenn hier 94 von diesen Dingern versteckt sein sollen, dann frage ich mich ganz intensiv, wo die sein sollen. Ach hier, die SSO-Lauf-Dings, die hat alle. Ja. Wieder da. BB. Danke. BB. Danke. So. Uli, ich habe gerade schon mal gesagt zu Olli, wenn es tatsächlich 94 Stück gibt, ne? Ist nicht so, dass ich jetzt spezifisch auf der Suche bin, aber mich wundert es trotzdem, dass einem dann so wenig da entgegenfliegen. Ja, mich auch. Die sind alle so gut versteckt, ja, das ist unglaublich. Ja, ich hatte selber gerade mal 6. Real Sumse, hi, Tag schön. Die habe ich noch nicht. Oh. Nee, nicht Mau. Nee? Mau? Auch nicht. Auch nicht? Okay. Oh. Und jetzt? Ja. Fangen die sich an zu putzen und wenn ich gleich mit denen fertig bin, fangen sie sowieso wieder von vorne an zu putzen. So, wo seid ihr jetzt alle? Dinotal. Ich lass mich jetzt abholen. Ich war gerade noch in Whaledale City und jetzt lasse ich mich abholen. Ah. Hallo Bunny. Ach, die Batterie ist schon wieder explodiert. Dieses scheiß Ding. Dabei war ich total langsam unterwegs. Ich geh mal gucken, wie Olli explodiert. Oh mein Gott, nein, Olli! Netti. Wo bist du denn? Wo explodierst du denn, Olli? Dinotal. Was ist mit deinem Kopf passiert? Olli explodiert im Dinotal. Du hast auf links geflogen. Verstehe. Aber alle guten Dinge sind 3. Mindestens. Was? Spinner, Spiegelei, Können wir den Spinner weglassen? Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich.
Da ist doch bestimmt wieder Speck drin, oder? Ja, das ist aber jetzt mehr für die Arbeit, weil ich ja drüben das mein Lieblingsgetränk wieder habe. Ja, weil es jetzt wieder nachgefunden wurde heute. Wie siehst du aus, mein bisschen Gude? Ach, da hat sich noch jemand ins Dino-Tal liefern lassen. Ja, das ist mein Dings gewesen heute, ne? Ich will jetzt mal los. Ach was, wann müssen heiraten? Mhm. Und wo explodierst du da im Dino-Tal? Ich bin gerade auf dem Weg, auf dem Rückweg. Ach, Mann. Bitte hoffen, dass ich jetzt nicht explodiere. Du wuschelst mir wieder deine Haare ins Gesicht. Guck jetzt in den Stream, wo du lang laufst. Oh mein Gott, ich hab's gehört. Mach das gefälligst auch so. Das ist dein Ehemann. Das ist aber dein Ehemann. Au, der ist auf. Und, wie geht's Otmar? Der hat sich auch mal gewählt. Aber der hat sich jetzt nicht so alt. So schön langsam, dass hier gar nichts kaputt geht. Der Einzige, der wirklich gearbeitet hat und zwar richtig gearbeitet hat, war der Rudel. Der Arbeitskollege von mir. Der war auch der Einzige, der schlank war. Alles andere war unter der Abler. Ja, der Abler ist das Leben. Okay, der Abler ist hier. Der Abler ist einfach ein Mädchen. Hallo, wo bist du? Dino-Tal. Auf dem Eis. Ja, ja. Der spielt da, der spielt Fußball, der macht alles. Stell dir vor, Olli, ich bin Dino-Tal. Dann wird das aber in Ordnung. Soll er sich ein paar Spiele irgendwo benutzen? Das ist in Ordnung. Und im ewigen Eis. Oh, jetzt springt das Pferd wieder nicht. Das ist Thomas. Am Dino oder? Weil ich bin im Dino-Tal. Frag mich doch nicht. Wo die Leute von SC Geisel waren. Du weißt doch wie. Die Hauptspieler ran gehen. So. Hast du das Skelett im Moment in Sicht, Leute? Warte, ich guck gleich. Oder bist du bei diesen heißen Quellen? Ja, also ein Skelett sehe ich nicht. Ich bin gleich hier bei dem Startpunkt da, wo man generell immer hin ist. Hinkommt. Also zurück. Ich bin halt sehr langsam unterwegs, dass die scheiß Batterie nicht wieder explodiert. Batterie, die Batterie. Von wem hast du diese Quest denn angenommen? Ich kann es dir gleich sagen, wenn ich sie abgegeben habe. Oh boy, okay. So, ich bin gleich am Ziel. Weh, die scheiß Batterie geht wieder hoch. Ja, eine Tanja. Mhm. Ich gucke jetzt, ob das bei Nick ist. Wann bist du wieder in Discord? Ja, gute Frage. Ich bin regelmäßig in Discord, ne? Eigentlich. Nur nicht regelmäßig anwesend. Oh, nee, doch, anwesend. Doch, so. Doch. Eigentlich schon. Also hier oben bei Nick ist er nicht. Wo flitzen hier denn noch Personen rum? Ja, nur hier unten am Start vom Rennen, aber... Ist das wieder ganz langsam? Da hüpft jemand lang. Langsam. Och, Olli, wo bist du? Ja, hab ich doch gesagt, wo ich bin. Ja, Startpunkt. Ja, da, wenn du auf den Fall reinkommst, ne? Direkt am Start. Ach, da hinten, andere Seite. Da, wo der Fahrstuhl ist? Ja, und von da aus läufst du jetzt zum Zeltlager und da bin ich gerade. Ich bin am Zeltlager, du Nasenbär. Ja, dann sehen wir uns ja sicherlich. Wenn du gleich was knallen hörst, dann war es eine Batterie. Okay. Dann war es der Olli. Oh, ich hab's jetzt gleich geschafft. Ich bin kurz davor, ne? Boom. Da hat ein pinkhaariges Mädel vorbeigesaust. Ja, die ist an mir vorbei. Okay, dann kommst du uns ja jetzt gleich entgegen. Da! Ah! Ach Gottchen. So langsam unterwegs. Ja. Olli, heute noch. Und ich finde das schon ziemlich schnell. Soll ich dich anschieben, Olli? Los nicht, dann knallt die Batterie wieder. Soll ich dich ziehen? So, da vorne ist das Ziel. Jetzt bloß noch kurz einmal rechts.
geradeaus. Auftrag missglückt. Ich laufe ja schon wieder gefühlt halbe Stunde, ne? Mit dem Scheißding hinten drauf. Glaube ich. Jetzt würde ich nochmal richtig Vollgas geben. Nein. Nein. Okay. Wo musst War ja du nur denn so eine hin? Idee. Angekommen? Ach, zu Nick. Sag ich doch. Er läuft immer noch nicht schneller. Er hat sie immer noch drauf. Konter der Zeit. Doch, Professor Einstein. Scheiße, ich muss die gar nicht hier abgeben. Haha. Ich habe jetzt eine andere Quest hier abgegeben. Obwohl, da vorne glitzert was. Was? ETF. Achso, du musst zum, genau. Ah. Gott sei Dank. Aber wenn die Batterie so schnell explodieren kann, ich werde niemals mit dem Luftballon hier fliegen. Mit dem Heißluftballon. Mit dem Heißluftballon. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Appelt im Ballon, long, 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 long. Long, 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 long. Ach ja, ach nee. Du sollst der Katze keinen Schwanz in, keinen Knoten in den Schwanz machen, keinen Schwanz in den Knoten. Ah. Oh. Leute! Wenn du mit deinem Schleichen mal fertig bist, kannst du ja mal die... Ah, hat er jetzt angenommen. Okay. Was denkst du denn? Denkst du, ich nehme hier was nicht an? Ja, ja. Frank sieht so aus, als ob... Hab ich jetzt angenommen. Und so. Jetzt hat das eilig. Guck mal, jetzt hat er keine Batterie mehr hinten drauf. Ja, ich suche hier schnell den Punkt, wo ich hin muss. Ach, da. So. Dann müsst ihr mich erstmal wieder reinsteigern. Aha. So, ich möchte jetzt eigentlich den Ballon nutzen können. Der sieht schon fast fertig aus. Ja, sieht fertig aus. Kann ich bestätigen. Bei dir auch, Tanja? Ja, ziemlich fertig. Fix und fertig, um genau zu sein. Kein Nobelpreis für viele Jahre. Okay. Hey Tanja, so. Ich habe hier ein was Leckeres hier. Das mache ich gerade auf. Eine super lecker Schmecker Grupo Nussecke. Cool, ich habe gerade ein Duplo gegessen. Mm. Ich habe hier Spekulanten. Ah. Oh. Ja, das ist noch die Ration vom letzten Jahr, also Jahresration. Ich habe Wintergemüse hier. Olli hat Wintergemüse. Ha. Hab ich auch. Ja, gehst du noch nicht dran. So. Das nehme ich dann als Nachspeise. Ach so. Olli ist weg. Wieso bin ich weg? Die Katze hat. Die sind hier oben. Die sind hier Arien auf Cats. Bis gleich. Mhm. Was los, Ing? Ihr mit denen. Das denn? So, kann ich jetzt endlich den Ballon nutzen? Schönes. Was schön, ein schönes. Wenn es was Schönes ist, ist es immer schön. Na ja, klar. Freundschaft hat schon seinen Preis, ne? Ist klar. Hallo, Dennis. Was? Archäologischer Fundplatz in der Nähe. Ja, ich stehe auch davor. Achso, ich muss was abbauen. Hallo, du Hübscher. Und du Hübscher. Irgendwie hässlich auf Ohren. Meister. Ah, wei. Tiefer als die? Da bin ich auch drum, dass du mir das nie sagst. Hallo, du Hübscher! Er braucht ja nur den Stream gucken. Genau, das hat er von mir. Olli immer noch weg oder? Nee, da. Ja, der reitet immer hin und her. Deswegen.
bin ich jetzt einfach mal so ungefähr mittig stehen geblieben von da, wo er immer hin und her läuft. Buddy joined your channel. Hallo. Buddy. Uah, Wein. Wer streamt? Das Apfelwein oder was? Guter Wein, dann der Wein drauf. Was streamt ihr denn? Alter, du von mir hast du doch die ganze Geschmack von dem Wodka. Oh nein. Warte, also hier die Fritten, ja? Mach so. Das Ding ist, so. Steffen ist gar nicht dabei. Ich bin voll beleidigt. Ach stimmt, Steffen spielt's jetzt auch. Ja. Du bist ein Sklaven, ja. Das ist schon eine peinliche Tatsache. Ja. So, ich habe jetzt hier keine Quest mehr, so wie es aussieht. Ja, heute ja. Okay. Buddy disconnected from your channel. Hä? Was habt ihr eigentlich hier für hübsche Pferdchen? Hä? Hä? Kurz vor Fear Grove werden momentan alle möglichen Urpferde aus vergangener Zeit. Aha. Okay, bin mal kurz weg. Aha, abholen lassen nach Fear Grove. Ja, wir haben doch den. So. Wir haben doch den Ballon hier stehen. Ja, ihr! Ja, der fliegt ja nicht nach Fear Grove. Sicher? Ja. Seid ihr TS? Ja, wir sind TS. Ich reite da jetzt hin und Poletten 380, so. Ey, Mimi, geh mal zu Tanja, da kannst du Poletten für 380. Waren vorher 350, aber durch den Euro, ne, ist alles teurer geworden. Ja, ja, und dann noch hier Katzenallergie, ne? Und Märchensteuer. Da ist ein Olli. Mein Pferd verfärbt sich nicht mehr. Eine Freundin mobbt mich gerade. Und das macht nichts. Wir haben uns ja schon eine Weile nicht mehr getroffen, ne? Jetzt schickt sie hier irgendwie so ein Screenshot von so einem WhatsApp-Verlauf. Also nicht von uns jetzt, ne, sondern generell, ne? Was halt irgendwo über Facebook zu finden war. Vor einem Jahr. Hey du, wir müssen uns echt mal wieder treffen. Oh ja, unbedingt. Vor 3 Monaten. Boah, schon wieder voll lang her. Wir müssen uns echt mal wieder treffen. Ja, ich melde mich bei dir. Gestern. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, wir sollten uns mal echt wieder treffen. Unbedingt. das kenne ich irgendwo her. Ja, das Problem habe ich auch mit einer alten Klassenkameradin von mir. Man nimmt es jetzt immer wieder vor und dann... Ja, und dann kommt der Dienstplan dazwischen, dann kommt irgendwas anderes dazwischen. Beschwer mich nicht. Ich habe nur Pupserei, aber macht nichts. User was moved to your channel. Ahuhu. So, wo ist jetzt hier? Unten. Hi. Unten. Hi. Hello. Hi. 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 Polly. Ja, ich kann leider kein Chinesisch, sorry. Nein, ich wollte sagen, wenn ich jetzt zu dir komme, ich hab mit Nora was gemacht. Ich muss jetzt bis Montag richtig hässlich rumlaufen, weil wir haben die Kleiderschrank-Challenge gemacht. Aha. Also in SSO. Das heißt, nicht erschrecken, wenn ich jetzt komme. Ja. Weiß einer, was mich 1200 Jorvik-Schillinge in Euro kosten? Nee. Was nennen Männer, nennen wir das die Schnipper-Challenge? Hm? Moment, ich sag's dir gleich. Da nämlich gestern auch schon mal nachgeguckt, ob die jetzt mal wieder so eine Aktion haben. Ja, die haben derzeit 30% Rabatt, ne? Echt? Ja, ich glaube nur, wenn du das Starwider holst oder so. Ja, aber nur bei Starwider. Hm. Oh, hier sind aber ganz viele Pferdchen. Welche? Sind alle wiedergekommen. Dieses Pferd habe ich schon. Dieses Pferd habe ich schon. Ich habe schon alle Pferde. 600 fast. Starcoins kosten 13,99. Boah. Ich habe wirklich schon fast alle Pferde hiervon, ne? Ja, mir fehlen nur die zwei hier, der blaue und dieser komische. Der rote und der blaue hier. Der rote, also die drei hier fehlen mir, glaube ich. Das rote kaufe ich mir in einer Woche. Mir fehlt dann das blaue kleine, das blaue, also das blau-schwarz große und das grüne. Also ich glaube, diese drei fehlen mir hier. Das blaue, das rote und das andere komische. Lilane, ne? Ja. Das Lilane hab ich mir geholt. Also ich hätte das Gelbe genommen. Habe ich mir heute auch geholt. Kann man sich Pferde versehentlich doppelt kaufen?
Weiß ich nicht, ich wollte es gerne mal machen, aber... Weil ich weiß nicht, ob ich da gewisse Pferde schon habe oder nicht. Tanja, mir fehlen die zwei hier. Ja. Okay. Ich komme zu euch. Ja, die da drüben habe ich. Man kann Pferde doppelt kaufen, ich stehe gerade neben meinem Ebenbild hier. Ja. Okay. So, ja, dieses brauche ich noch. Ach, da. Zwei hier, die fehlen. Ja, den habe ich ja, den blauen. Also den schwarzen mit blau. Den anderen. Ah, die kosten fast gar nichts, das geht ja. Hässlich. 399. Ja, die großen kosten 599. Den kann ich mir alle drei kaufen. Wie viel hast du? Habe ich ja auch. Wie viel kannst du? Obwohl, ich habe 1173. Ich habe mir die drei kleinen geholt, werden. Den weiß-pinken und dann verließen sie ihn. So, wie nenne ich denn das rote Ding? Also meins heißt Kirschkuchen. Meiner heißt Red Cherry. Ich hab Cherry Cake. Ja. Ja, auch was mit Kirsche passt, ne? Weil es so rot ist. Ja. Ich oder ja, Fire. Ich wollte ja Cherry Coke haben, aber Coke gibt's nicht. Oder auch nicht Cola. Stimmt, sieht irgendwie aus wie Cola. Ja, ich musste irgendwie an Kirsch-Cola denken. Ich sehe so hässlich aus, ich weiß. Und dann habe ich Blue Spirit und Pink Spirit. Und was habe ich mit Violet gemacht? Violet... Irgendwas. Ja, mit den Lilan habe ich auch irgendwas mit Violet genommen. Ja, ja, Violet. Kriege ich jetzt aber auch nicht mehr auf den Schirm. Ich glaube, Violet Spirit, damit ich die... Wir machen mal Zufallsprinzip. Was haltet ihr von Light Hurricane? Okay, passt nicht. Ach. Karamell Shy passt auch nicht. Okay. River Ninja passt auch nicht. East Caster passt nicht. Olli. Doch mal, ob du einen Firefighter zusammenkriegst. Nee, ich will nicht Feuerwehr heißen. Nicht du, das Pferd. Firefighter. Hat auch was, stimmt. So. Meiner heißt Red Cherry. Deiner heißt wie? Fabi sagt gleich Stopp und den Namen nehme ich. Stopp. Storm Joy. Stopp. Ah, Joy. Red Joy. Man kann sein Pferd theoretisch Tanja Joy nennen. Echt? Cool. Gibt's Tanja? Ich guck grad. Also Tanja als Namen gibt's ja. Ja, aber nicht Pferden. Bei Pferden. Ah, shit. Ich wollte grad sagen. Nicht das bei Pferden? Nein. Kennt ein Pferd, was Tanja heißt? Ja, aber in SSO nicht. Für einen Hund, der hieß Joy. Der steht in Osthofen. Der Klepper. Sag mal, Annie, sollen wir uns mal Aristocats angucken? Annie. Oh, ich kann mein Pferd Red Bull nennen. Echt? Mach das. Also Red und dann, da steht nicht Bull, da steht Bult, ne? Aber es geht in die Richtung. Ja, dann mach's. Ich nenne mein Pferd Red Bull. Bullet? Also mit ET? Ja, richtig. Kugel. Rote Kugel. Ja, passt doch. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Kannst du dann singen, wenn du da drauf sitzt? Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Wenn ich schon mit viel Glück ankomme, hat das irgendwelche Macken oder was? Nein. Das heißt, kein Auto. So viel wie du hast, ist erfolgreich eingekauft. Ja, das ist kein so. Auto. Wie nennt man denn das blaue Ding? Da gibt's sicherlich das Blue Wort. Life. Meins habe ich Blue Spirit genannt. Ich weiß nicht mehr, wie meins heißt. Also Blue können wir schon mal nehmen. Blue ist klar, ne? Blue sollte... Life gibt's auch. So. Light. Blue Light oder sowas. Blaulicht. War das? Sag ja, Firefighter Blue Light. Ja, Blue Light, was haben wir denn? Lalülala. Lalülala, genau, gerufen. Lalülala. Ah, Light gibt es, ja. Gut, gekauft. So, eins brauchen wir noch. Getauft das Lila. Pass auf, getauft auf Blue Light, gerufen. Lalülala. Genau. Fabi! Genau. Das ja. Grüß dich. Milka. Das Milka-Pony. Grüß dich auch. Na dann, so, ja, dieses hier brauche ich jetzt noch. Grüßt und dann grüßt sich der erste auf Gegenseitigkeit. Milka gibt's leider nicht, habe ich auch schon geguckt. Ah, oh, nicht wirklich jetzt, oder? Was denn? Was? Shit. Zu wenig? Mir fehlen 24 Starcoins. Die bleiben bis zum 16. Oktober, Olli. Echt? Ja. Kann man googeln. Cool. Okay, gut. Alles gerettet. Wird nächste Woche Samstag gekauft.
Ja, wenn die bis Oktober bleiben. Ja, dann kann ich ja meinen nächsten Lohn noch abwarten. Das ist die Person, die im fünfstelligen Bereich verdient, ja. Und dann trotzdem bei Starcoins einspart. Fünfstelligen Bereich? Ja, ich wollte ein bisschen übertreiben. Also, nicht, dass ich für 10 arbeite. Wer weiß. So, gut. Dann bin ich jetzt hier auch durch. Scheiße, ich wollte um 18 Uhr. Hat sich erledigt. Scheiße, ich muss ja auch bald fertig vor machen. Vor 4 Minuten 18 Uhr. Ja, vor 4 Minuten. Ich wollte um 18 Uhr noch Championat machen. Ja. Aber... Vielleicht findest du ja noch den Anschluss. Am Wochenende gibt es, glaube ich, auch um 20 Uhr. Ja, nee, ich bin jetzt nicht noch bis 20 Uhr live hier, ne? Ich habe ja nachher noch was anderes zu tun. Ich will ja nachher noch Dings streamen. Olli, wie findest du das Outfit, was Nora mir rausgesucht hat? Warte. Upsi. Ich darf jetzt das Pferd nicht mehr wechseln und das Outfit bis Montag. Naja, Brille ein bisschen zu groß geraten. Also ich will ja, Uli, ich will ja nicht meckern, aber Köln hat gegen die Bayern eine 4-0 Klatsche gekriegt. Ne? Also die Hose ist gut. Das ist die beste Hose, die es gibt, Fabi. Wirklich? Ja. Ja, die Hose. Ja, die hat den besten Wert. Diese 7/8, die schwarze. Leute, ich habe mich ausgelockt, ich muss die Katze aber noch behandeln und mich fertig machen. Nein, das ist okay. Die Fortuna-Hose, die hat gar keine Hose. Okay, ciao. Bis dann. Das ist die Fortuna-Hose, die hat keine Werte. Disconnected from your channel. Nee. Deine Schleife am Schwanz, die passt überhaupt nicht zum Pferd. Also generell auch alles, was so bläulich ist am Pferd, passt irgendwie nicht so wirklich. Das ist ja die Challenge. Ja, richtig. Dass nichts passt. Das grüne Oberteil passt auch nicht so wirklich zu dir. Ja, ich weiß. War nicht mal Marke, da steht Kick an der Seite dran, das ist von Kick oder was? So, was haben wir noch? Ja, dann ein Basecap von Bobcats? Taco. Was haben wir noch? Die Schuhe sind von Deichmann für 9,99 €. Okay. Die Hose von H&M. Genau. Das T-Shirt von C&A. Und die Handschuhe von Primark. Genau. Ja, also von allen Brille? Etwas. Olli, kommt die von Mr. Spex? Nee, so hässlich haben wir nicht, das ist von Vielmann wahrscheinlich. Achso. Okay. Ja. Ich habe noch einen viel hübscheren. Hast du es auch bei? Nee. Haha. Ich darf sie eh nicht wechseln bis Montag. Ach, stimmt ja, sieht aber keiner. Ich muss die ganze Zeit bis Montag so rum. Kann doch keiner nachweisen. Darf nicht mal das Pferd wechseln. Das kann doch keiner nachweisen. So. Ich kontrolliere mal kurz meinen Kontostand. Übrigens, die Bandagen so hässlich. Was sagt mein Geld? Ich habe heute bei Rewe eingekauft für bei der Tankstelle habe ich heute 30,01 € bezahlt. Ich habe es nicht hinbekommen. Ja, das soll wohl auch gar nicht ganz so einfach sein. Eigentlich schon, aber du musst am Anfang schon rechtzeitig stoppen und dann dich langsam rantasten, dann geht's meistens. Mhm. Wenn du bei 99 Cent stehst, dann hast du die Arschkarte. Und wenn du bei 98 Cent stehst, schaffst du es. Aber ich stand bei 99. Ich möchte mir nächste Woche das rote Pferd kaufen, aber ich weiß nicht, was ich drauf machen soll. Mhm. Ach Mann, ich hasse mich. Wann dafür, kommt, dass ich diese Challenge angenommen habe. Ja, dafür kann ich ja nichts, ne? Aber hey, du musst die Vorteile sehen. Ich habe im Moment vergessen, dass wir das bis Montag tragen müssen. Wir haben die gleiche Schleife am Kopf. Naja, übermorgen ist ja schon Montag. Ja, aber ich gehe momentan recht häufig. Und ich level sehr gerne. Und das Pferd möchte ich nicht leveln. Aber eigentlich musst du ja alle Pferde mal leveln, ne? Ja, aber ich bin gerade bei meinem Urpferd. Ja, ich habe auch gerade 2 neue gekauft. Eins fehlt mir jetzt noch. Ne, die anderen habe ich doch alle, ne? Das mir weiß ich nicht. Fehlt nur noch das rote, das kaufe ich mir nächste Woche. Dieses also hier habe ich. Das blaue hier. Das Ringbogenpferd habe ich ja damals schon geholt. Ja, das habe ich auch. Unsere heißen sogar gleich. Und dieses fehlt mir noch.
Und sagen, ich habe das schon, weil ich mir das nächste Woche ja kaufe. Dann fehlt mir das hier. Und die habe ich auch schon alle, die hier stehen. Mir fehlen die beiden und das blaue. Bonnie. Ja, wie gesagt, ich habe alle. Außer das eine, was da hinten steht. Also das mit der grünen möchte ich gar nicht haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich auch nicht. Ja, ich habe es den geholt, weil, ne, vollständiger halber. Sammelsyndrom, ja? Naja, ist ja genauso wie mit den Coca-Cola-Gläsern von Mickes. Die irgendwann aber sehr viel wert sein werden. Vor allem das Regenbogenglas. Richtig. Genau, das Regenbogenglas wurde ja letztens schon bei eBay angeboten für über 100.000 Euro. 136.000 Euro war es, glaube ich, zum Schluss. Ich möchte das haben. Gibt's davon nur eins, oder was? Nein. Wenn es original von Tanzverbot ist, dann wahrscheinlich ja. Aber das hat doch Unge. Naja, Unge hat sich auch eins geholt, aber das ist nicht von Tanzverbot. Achso. Nee, kam so rüber, als ich diese Videos dazu geguckt habe. Und ja, dann suchte ich ein bisschen Unge. Wie kommt das denn? Keine Ahnung. Du hast mich angesteckt. Ihr habt das so. Lenin, du hast immer über Unge geredet, dann bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, auch Unge zu gucken und seitdem suchte ich Unge. Ich hab dich noch nie im Chat gelesen. Hm? Ich hab dich noch nie im Chat gelesen. Das ist unten. Wenn du nicht klarkommst, sagst du mir schon Bescheid. Das ist ja auch keine Kunst. Was soll ich denn da helfen? Einer guckt und ein anderer dreht, oder was? Ja gut, also hier mache ich heute dann nichts mehr. Das heißt, ich werde jetzt den Stream hier beenden und dann gleich schon mal umstellen auf LS17, was dann heute noch eventuell und kommt. Tanja, ab wann kannst du morgen nicht mehr? Vermutlich gar nicht. Ach so, okay. Könnte es sein, dass heute jemand versucht hat zu trimmen? Was, sonst hätte ich gesagt, wir sehen uns morgen Vormittag. Dann sind die Stunden sind weg. Kann ich noch nicht ganz genau sagen. Aber vermutlich ja, eher nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal mit SSO. Seit Ewigkeit mal wieder. Wir haben schon Ewigkeit nicht mehr gestreamt. Das ist jetzt schon fast. Also locker schon einen Monat her, oder? Nee. Oder doch? Doch, doch, doch. SSO könnte locker schon einen Monat her sein. Wer hat denn das jetzt? Das war doch das letzte Mal, wo ihr mit Leonie gespielt habt. Stimmt, oder? Kann sein. Ich glaube, es war im August oder so. Wäre möglich. Ja, also schon ziemlich lange her. Also, euch dann erstmal einen schönen Abend. Vielleicht bis später bei LS17. Und ansonsten, morgen kommt ETS. Und das war's dann für dieses Wochenende. Dann kommt erst wieder Montagabend was. Eventuell oder Dienstag, weil Dienstag habe ich frei. So, dann danke fürs Zuschauen, danke für die 200 Abonnenten heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.